Ah, ja. Wunderbar. Klingt doch ganz einfach. Ich habe es nämlich gerade geschaut. Musst du mir folgen? Muss ich dir folgen, damit wir uns sehen, damit ich dir die Anfrage senden kann? Jetzt habe ich dir eine Anfrage, glaube ich, gesendet, aber es funktioniert ja wunderbar. Ja, wunderbar. Super. Dann geht's, ja. Dann, So, kurz vor Platz. Elli, wen haben wir da? Sapse, hallo. Seid gegrüßt. Wie geht's euch jetzt in der Lockdown-Corona-Zeit? Müsst ihr arbeiten oder habt ihr oder dürft ihr arbeiten oder habt ihr? Also, wir haben ja noch nicht so viel gequatscht. Also das Plural machen wir kurz, können wir kurz streichen. Also das Epizentrum, das bin ich. Ja. Und sonst niemand. Und ich bin im Lockdown, würde ich sagen. Also Ja, geht uns leider ja. genauso. Noch nicht mal absehbar, wann wir wieder arbeiten dürfen. Also aktueller Stand ist ja 10. Januar, aber ob das nachher so bleibt oder verlängert wird, steht noch in den Sternen. Also ich gehe mal von der Verlängerung aus bei uns. Ah, okay, stimmt. Wir dürfen leider nicht arbeiten, weil wir tendenziell als nur Piercingstudio laufen und somit sind wir da mitten in diesen Beschränkungen mit drin, in diesen Diensten. Was heißt nur Piercing-Studio? Also gibt es da auch noch Unterschiede? Bei unserem Osteopathen mit dem Studio zu arbeiten, aber allerdings ist es natürlich alles sehr grenzwertig und ich habe keine Lust, dass nachher letzten Endes da irgendwelche Beschränkungen oder auch noch Strafen oder sonstiges kommen, weil ich ja selbstständig bin und wir dann so ein bisschen Nische einnehmen. Verstehst du? Ich meine, bei Arbeiten dürfen ja unter anderem Ärzte, Heilpraktiker, sonstiges. Aber unsere Unternehmen laut Gewerbeschein ist ja das Piercingstudio. Und da Ah. Einigung, das heißt, wir dürfen nicht arbeiten. Okay. Das Also wenn das sind Ganze in den medizinischen Bereich gehen würde, dann hättet ihr das Go vom Staat. genau, was wir ganz bewusst nicht tun. Da kann ich vielleicht auch ein bisschen vorausgreifen. Der Grund, warum wir das nicht tun, ich werde öfter gefragt, warum ich dann eben nicht meinen Heilpraktiker mache. Den könnte ich machen, wahrscheinlich auch demnächst schon abschließen. Von der Erfahrung und vom Wissen ist das alles gegeben. Die Schwierigkeit ist, dann aufgrund unseres Konzepts, wie wir arbeiten. Ich bin ja in ganz Europa unterwegs. Relevant ist ja aber Deutschland. Und ich bin jedes Wochenende normalerweise, wenn ich denn darf, bin ich jedes Wochenende in Deutschland unterwegs und habe Veranstaltungen. Und die Schwierigkeit ist, wenn ich denn Heilpraktiker hätte, darf ich nicht mehr reisen, weil das in diesem Fall dann ein Verstoß, also es wäre eine Wanderheilung. Und eine Wanderheilung ist laut Heilpraktikergesetz, man könnte mir quasi unterstellen, ich wäre in Ausübung der Heilpraktikertätigkeit unterwegs und würde dort eine Wanderheilung betreiben. Und das Eine wäre, Wanderheilung. ja, so wie es früher der sogenannte Medikus war, ein Arzt muss ansässig sein. Also er darf zwar Niederlassungen noch haben, aber so wie ich das mache, das Konzept, dass ich eben jedes Wochenende woanders eine Veranstaltung wäre dann nicht erlaubt. Man könnte es mir unterstellen, dann wäre es ein Straftatbestand. Das ist immer so die Schwierigkeit bei uns. Ja, das ist Das habe ich noch nie gehört. tatsächlich. Wir hatten ja ziemlich viel, also vielleicht für die, die jetzt neu dabei sind und noch gar nicht genau wissen, was wir tun. Ich bin der Entdecker der sogenannten Migräne-Piercings. Also angefangen hat es mit nur dem Migräne-Piercing. Inzwischen gibt es dort Punkte für so ziemlich alles Mögliche. Wir haben auch eine ganz große Gruppe in Facebook, für diejenigen, die noch in Facebook sein sollten, ist ja nicht mehr heute so alltäglich. Die meisten sind heute tatsächlich in Instagram unterwegs. Aber für uns ist Facebook dahingehend einfach gut, weil wir eine Riesengruppe haben. Inzwischen sind wir über 23.000 Kunden. Und das Schöne ist, dass unsere Kunden sich untereinander austauschen können. Eben weil wir so ein neueres Thema war mir immer wichtig, dass wir nichts groß erzählen, was wir tun, sondern unsere Kunden und unsere Arbeit für uns sprechen lassen. Und deswegen ist diese Gruppe für uns sehr wichtig, auch wenn die Leute sich austauschen möchten über die Arbeit eben. Und deswegen haben wir diese große Gruppe. Und angefangen haben wir, wie gesagt, mit dem Migräne-Piercing. Spezialisiert auf Migräne ist auch unser heutiges Thema, unser Hauptthema nach wie vor. Aber inzwischen sind viele andere Sachen dazu gekommen. Also unsere Arbeit basiert auf der Ohrakupunktur. Und dort gibt es nicht nur Punkte gegen Migräne, sondern eben auch für viele, viele andere Sachen. Ob ich jetzt Schmerzen im Iliosakralgelenk habe, ob ich Allergien habe. Es gibt so ziemlich jedes Organ, jede Krankheit gibt es einen Punkt, da muss ich jetzt mal aufpassen, wie ich es formuliere, einen Punkt am Ohr. Was hier ganz wichtig ist, dass wir eine reine Symptombehandlung machen und keine Heilung, keine Ursachenbehebung. Wir sind eben, ich sage es immer so, wir sind das natürliche Schmerzmittel. Das ist vielleicht am einfachsten erklärt. Also ich habe dich ja durch eine Kollegin von dir entdeckt, die hat ein Bild gepostet, nämlich genau von den Akupunkturpunkten.
Punkten vom Ohr, glaube ich. Das war das Bild, was ich geteilt habe bei mir in der Story. Und ich habe mir im Sommer hier ein Forward Helix machen lassen und habe vorher, glaube ich, 2 Wochen recherchiert, welcher Akupunkturpunkt, welchen zerschieße ich mir dann quasi. Sind. Was, ja. Und genau das habe ich jetzt, also für alle jetzt mal unter uns, sind irgendwie die Genitalien, glaube ich, die ich mir da Wichtig habe zerstören lassen. sind die Punkte für die Am rechten Ohr. Und da habe ich dann nämlich auch noch so überlegt, mache ich das? Mache ich das weg? Also ich weiß nicht, so als Frau und dann hier. Also ich habe da wirklich überlegt, aber ich habe da auch gedacht, also nee, es ist doch Millionen vor mir gemacht. Also da macht es bei mir jetzt auch nichts aus. Aber dann, also mir geht es gut, sagen wir mal so. Ja, das ist natürlich oft ein Thema, das wir auch haben, wo wir dann oft gefragt werden, ja, was ist denn mein, wir haben da das Piercing, kann man grundsätzlich was kaputt machen? Grundsätzlich mal nein. Es sind anregende oder stimulierende Punkte am Ohr. Das muss man dazu sagen. Es gibt tatsächlich so ziemlich für jeden Bereich gibt es eine eigene Akupunktur, aber das sprechen wir dann auch ganz konkret mit jedem Kunde speziell in einem Vorgespräch nochmal durch. Na, also so wie jetzt so bei dir, wenn du kommst und sagst, du, ich möchte es gerne haben. Da muss man ein bisschen gucken, weil viele Piercings stechen einfach und wir haben tatsächlich einen sogenannten Neuralstift. Wenn ihr kurz einen Moment wacht, David hat so kurz einen Neuralstift. Ich kann euch mal kurz zeigen, wie das aussieht. Wir messen diese Punkte auch ganz konkret aus. Ja, also da hätte ich jetzt wirklich gefragt, ich möchte, dass du mir das genau zeigst, wenn ich jetzt anrufe, hallo, ich bin Manuela, ich würde gerne eine Piercing-Punktur haben und ich habe nur nächste Woche Zeit, wann ich kommen kann, wann der nächste Termin ist. Also Was? frühestens aber. So, nee, du nicht. Aber wie lange man will. Zeit einplanen muss, was abgeht, also wie der ganze Ablauf ist bei der Piercing-Punktur, bei dem Migräne-Piercing. Genau, also bei Also uns ist das sind viele hier auch, die das interessiert, wie genau. der Bei mir Ablauf ist. ist speziell ist jetzt so, dass es man bucht einen Termin, das geht über ein Online-System. Dann wählt man auch Piercing-Punktur und bekommt erstmal eine E-Mail, wo die wichtigsten Pflegesachen zum Piercing allgemein drinstehen. Weil grundsätzlich ist es ein Piercing, muss natürlich gepflegt werden, aber die Piercing die Pflege ist etwas spezieller. So zum Beispiel, wenn ich dann so ein bisschen in die Vergangenheit gehe, als wir angefangen haben mit diesem Thema, das ist jetzt circa 7 Jahre her, wir standen ja wirklich bei null, wir hatten ja gar keine Erfahrung zum Thema. Und wir sind darüber gestoßen, dass damals jemand uns informiert hat oder gepostet hat, du, mir ist aufgefallen, ich habe dieses Piercing gestochen, seitdem habe ich keine Migräne mehr. Und das war der und dann haben wir gesagt, okay, müssen wir doch mal schauen, was daran steckt oder was dahinter steckt. Und dann kam der Ferhat zu mir und der Ferhat sagte damals zu mir, du, ich habe alles probiert, ich habe schon so viel Geld ausgegeben, komm, lass mal testen. Und dann haben wir geschaut im Online, okay, was ist das, wo ist dieser Punkt überhaupt? Ganz kurz. Wo ist dieser Punkt überhaupt? Und haben wir online geschaut und haben wirklich auf gut Glück, okay, ungefähr hier ist dieser Punkt. Und haben wir geschaut und haben den angezeichnet, gestochen. Und dann haben wir erstmal gewartet. Und ein paar Wochen später kam der Pferd und sagte mir, du, tatsächlich, ihr habt keine Migräne mehr. Und so kam es, dass wir uns damit beschäftigt haben überhaupt. Aber wir waren ja wirklich bei null. Zum Beispiel waren so grundlegende Fragen zu klären, erstmal wie, welche Seite muss ich stechen? Steche ich denn die Seite, wo der Schmerz meist sitzt oder die gegenüberliegende? Weil wir wissen ja, das Gehirn arbeitet ja visuell und motorisch gegensätzlich. Also war die Frage, welche Seite müssen wir stechen? Wir haben ziemlich schnell herausgefunden, dass wir tatsächlich immer die Seite stechen müssen, wo überwiegend der Schmerz sitzt. Dann ist passiert, dass eine Kundin ankam und sagt, du, ich habe das jetzt vor einer Woche gestochen, ich habe seitdem fast jeden Tag ganz doll Kopfschmerzen. Und so, oh mein Gott, was haben wir angerichtet? Na, wir wussten ja wirklich nichts. Heute wissen wir, dass die sogenannte Erstverschlimmerung. Das haben wir in diesem Video zum Beispiel dann bei der Erklärung auch ganz konkret nochmal, gehen wir konkret drauf ein, weil das tatsächlich passieren kann. Ich erkläre es immer so, dass es wie bei zur Physiotherapie gehen. Bei der Physiotherapie ist ja auch so, wenn ich behandelt werde, das kennen die meisten am nächsten Tag erstmal ganz doll Muskelkater. Der Körper arbeitet dagegen und das ist zum Beispiel bei uns genauso. Das kann sein, wir nennen das so eine Zeit von so 4 bis 6 Wochen. Und da muss jetzt keine Angst haben, so, oh Gott, die schlimmsten Migräne überhaupt. Es ist grundsätzlich, wenn, denn so wie vorher. Die Leute haben weder weniger noch mehr, aber so wie vorher meistens dann noch Migräne. Und das pendelt sich dann ein, so nach 6 bis 8 Wochen, dass man merkt, okay, es wird
besser. Manche haben es, die haben gar nichts mehr. Aber die Leute merken das. Ne? Und das kommt eben alles in diesem Erklärvideo. Dann kommen die Leute uns zum Studio und dann kriegen sie nochmal ein ausführliches Pflegevideo von mir, wo ich alles nochmal erkläre. Aber auch das ist in diesem E-Mail nach der Terminbuchung nochmal drin, damit man immer zu Hause nochmal nachschauen kann. Ja, und dann geht es eigentlich in die Behandlung. Und dort wird erstmal ein ausführliches Gespräch geführt. Dann sehe ich natürlich, ob man im Anamnesebogen, ob Vorerkrankungen sind, Alter, Diabetes, sonstiges, weil natürlich die Wundheilung bei Diabetikern schlechter ist. Da gehen wir dann nochmal drauf ein. Und ansonsten unterhalten wir uns eigentlich dann wirklich über die Problematik. Ob es jetzt Migräne, Allergien, Schmerzen, wie auch immer. Das wird dann individuell natürlich abgefragt, gegebenenfalls getestet. Wir haben dann so kleine Akupunkturen, Dauernadeln. Manchmal ist es auch ratsam, dass wir erst mit diesen Nadeln anfangen. Das sind so kleine Pins. Und dann testen wir. Gerade bei Schmerzen ist es sehr, sehr gut, weil wir dann diesen Punkt erstmal anstechen. Wenn wir merken, oh, der Schmerz ist jetzt schon gut, dann wissen wir, wir haben den richtigen Punkt. Die Schwierigkeit ist oftmals bei Schmerzen nicht immer, wo der Schmerz ist, die Ursache. Ich nenne mal jetzt das Beispiel, ich habe Hüftschmerzen. Da könnte es jetzt zum Beispiel sein, ich habe tatsächlich ein Problem der Hüfte. Es könnte aber natürlich auch sein, dass die Person ein Problem im Lendenwirbelbereich hat, im sogenannten Nervus femoralis. Das ist ein Nerv, der geht über die Hüfte in die Leiste und in den Oberschenkel. Und dann kann es auch manchmal sein, dass Hüftschmerzen als Beispiel jetzt aus dem Lendenwirbelbereich L4, L5 kommen. Und dann muss ich eben nicht die Hüfte akupunktieren, sondern den Lendenwirbelbereich L4. Und das testen wir mit diesen Nadeln und erst wenn wir den Punkt haben, dann wird er konkret dann gestochen, dauerhaft. Ja. Okay. Fragen Sie bitte gleich Fragen, weil für mich ist das Alltagsthema für euch neu, deswegen, wenn irgendwas unklar ist, bitte dann direkt fragen. Ja. Jetzt, wenn jetzt ich als Epilepsie-Patientin zu dir komme, also bei meinem Piercer war das so, dass ich beim Fragebogen, den ich zuvor ausfülle, da war so, also war direkt die Frage gestellt. Also ich habe auch das Gefühl gehabt, dass er ein bisschen schockiert war, wo dann eben so vielleicht nach 3 Monaten mal jemand ein Ja angekreuzt hat. Da haben wir uns dann nämlich erstmal noch eine halbe Stunde unterhalten wegen dem Piercing. So, ja, bist du dir sicher, dass du eins gestochen bekommen möchtest? Wie wäre das dann der Fall? Würde ich sofort rausgeschmissen werden oder dann nochmal in Absprache mit dem Arzt oder dass man sich einfach noch mal ein bisschen länger zusammensetzt. Also auch bei uns gibt es natürlich, es gibt Krankheitsbilder, wo wir dann auch uns natürlich rückversichern. Und das heißt, wir arbeiten auch mit ganzen Teams zusammen. Wir haben Osteopathen, wir haben Physiotherapeuten, wir haben auch Ärzte im Team und Heilpraktiker, wo wir dann die Leute bei manchen Krankheitsbildern Rücksprache halten, wenn es total unklar ist. Oder auch mal, ich hatte auch tatsächlich Leute, die haben mir eine Bescheinigung vom Arzt mitgebracht. Da arbeiten wir auch mit Ärzten. Also ich habe auch tatsächlich, das mag man kaum glauben, aber ich habe sehr viele Ärzte als Kunden, die selber sagen, ja gut, ich bin Arzt, aber auch ich habe Migräne und ich habe gehört von Kunden von mir, das hilft, oder von Patienten von mir, das hilft, deswegen bin ich hier. Und dann so kamen eben Kontakte. Jetzt arbeiten wir auch mit Ärzten zusammen. Und so ist Punkt 1, bei unklaren Sachen, wo wir sagen, okay, da wagen wir uns nicht ran, fragen wir halt eine Rücksprache oder holen uns sogar das Okay vom Arzt ein. Diesen Anamnesebogen, was du gesagt hast, das haben wir auch auf dem Fragebogen. Das ist Standard, auch bei normalen Tattoos und Piercings, einfach deswegen, weil immer die Gefahr besteht aufgrund des Stresses für den Körper, was ja eine Körperverletzung oder ein Piercing eigentlich Ja. ist, ist natürlich immer die Gefahr, dass es dann einen Anfall triggert. Und da ist natürlich dann so Fragen wie, wann war der letzte Anfall? Was sind eher deine Auslöser? Das gilt bei uns auch, muss man immer individuell besprechen natürlich dann. Ja. Und ich hatte auch Kunden, die waren wegen Epilepsie schon bei mir. Und auch hier ist natürlich immer ganz wichtig, wie ich gerade gesagt habe, wir können nicht heilen. Es ist eine reine Symptombehandlung. Und man kann tatsächlich einzelne Epilepsie-Symptome könnte man akupunktieren. Die Schwierigkeit genau bei der Epilepsie ist, dass wir wahrscheinlich nie rausfinden werden, weil die Schwierigkeit ist, gerade bei der Epilepsie bräuchten, wir haben ja mal schon mal telefoniert, habe ich das auch gesagt, wir bräuchten bei der Epilepsie eigentlich jemanden, der die Diagnose neu hat und noch nicht medikamentös eingestellt ist. Denn solange jemand natürlich die Medikamente nimmt, sollte er die Anfälle ja nicht haben. Und Ja. ich kann sagen, hey, ich mache dir jetzt Nadeln, wir akupunktieren und du setzt dann bitte die Medikamente ab. Das kann, darf und will ich nicht tun. Und genau deswegen ist die Schwierigkeit nach, ich kann zwar die Akupunktur setzen, aber ich werde nie rausfinden, hat es jetzt was gebracht aus der Akupunktur oder aus der medikamentösen Behandlung. Und das ist Ja. für uns die Schwierigkeit natürlich, ne? Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie ist dann eure
Behandlungsmethode, ist die medizinisch anerkannt? Kann ich zur Krankenkasse dann gehen, wenn ich zu euch komme und sagen, hallo, ich habe mir Migräne-Piercing gemacht, liebe Krankenkasse XY, die hat so und so viel gekostet, ich habe noch Fahrtkosten gehabt, zack, hier ist die Rechnung. Als Normalsterblicher sage ich mal nicht. Ich witzigerweise, deswegen lache ich, weil ich hatte tatsächlich, ich habe ja wirklich aus allen Sparten habe ich Kunden und ich habe tatsächlich schon eine Dame gehabt. Ich nenne die Krankenkasse jetzt nicht. Die Arbeit hat gearbeitet bei der Interna, also bei der Krankenkasse im Internen. Also die hat die Mitarbeiter, auch einen AOK-Mitarbeiter oder einen Barmok-Mitarbeiter oder was auch immer, müssen sie natürlich für Kranken versichern. Und da haben die eine interne Abteilung. Wenn die dann selber dort bei ihrer eigenen Krankenkasse versichert sind. Und die Dame hat dort in der internen gearbeitet und hat tatsächlich die von mir eine Quittung geben lassen, weil sie eingereicht hat. Das ging wohl, aber normal sterblicher Krankenkassenversicherter tendenziell ja nicht. Also das haben wir noch nicht hinbekommen. Wir haben es tatsächlich mal versucht. Die Schwierigkeit ist darin, dass die Krankenkassen sagen, wenn wir das bezahlen würden, müssten wir grundsätzlich auch alle Akupunktur bezahlen. Die Schwierigkeit ist, dass Akupunktur, und das ist ja das Kuriose eigentlich, warum zum Beispiel manche Krankenkassen zahlen Akupunktur für Rückenschmerzen, aber nicht für Migräne. Das ist das Suspekte. Warum erkennt man das eine an und das andere nicht? Ja, und das ist schon mal das erste Kuriosum. Das zweite ist natürlich, dass man sagen muss, wenn denn eine Krankenkasse zum Beispiel Akupunktur bezahlt für Rückenleiden, dann müsste die Krankenkasse eigentlich den Weg vorgeben. Es gibt ja verschiedene Arten der Akupunktur. Es ist Ohrakupunktur, es ist Körperakupunktur. Wenn ja, welche Punkte oder welche Meridiane werden gestochen? Das ist aber nicht vorgegeben. Das ist dieses Kuriose daran. Man sagt zum Beispiel, die Krankenkasse XY zahlt bei Migräne zum Beispiel jetzt die in die Akupunktur, lässt aber dem Akupunkteur komplett frei. Ja, und dann wundern sie sich, wenn es bei dem einen was bringt, bei dem anderen nicht. Das ist das ganze Kuriosum an der ganzen Sache. Und manche Akupunkturmethoden werden gezahlt, manche nicht. Manche, wie gesagt, bei Knieschmerzen wird es gezahlt, bei Rückenschmerzen Ja. nicht. Total kurios. Ja, und so ist bei uns natürlich auch leider genau das Gleiche. Jetzt für die, die noch nicht bei dir auf der Website waren, bin ein bisschen rumgesurfen und habe mir auch das ein oder andere Video angeschaut. Da sind dir doch ein paar Leute auf die Füße getreten, oder? Wegen der Piercing-Punktur, beziehungsweise wegen dem Migräne-Piercing. Und da noch zuvor vielleicht die Frage, warum? Piercing-Punktur. Also war es da wegen dem Namen? Hat da irgendjemand sein Copyright eingereicht und gesagt, hallo, hab Ich bin ich? witzigerweise jetzt Markeninhaber der Marke Migräne Piercing. Die Ironie, Ah, okay. die Marke aber nicht verwenden. Ich fange vielleicht von vorne an. Das Problem war, als wir vor mehreren Jahren damit begonnen haben, ist es ziemlich schnell aufgrund, weil es eben doch eine sehr hohe Erfolgsquote und Linderung, nicht immer weg, aber eine Linderungsquote hat, sind wir ziemlich schnell bekannt geworden dadurch und hatten noch ziemlich viele Auftritte im Fernsehen. Ich war bei TAF und Stuttgarter Zeitung und überall. Das kann man auch gerne mal anschauen unter piercingparty.de/presse. Da sind die ganzen Videos drin. Ich habe jetzt vor einer Woche bei Schweizer Fernsehen da. Das ist noch nicht drin, aber die anderen sind alle drin. Und so sind natürlich auch einige Institutionen auf uns aufmerksam geworden. Und ich sage es jetzt heute das erste Mal, glaube ich, direkt live. Das war ganz bekannt, die Schmerzklinik Kiel. Ist ja dem einen oder anderen gerade Migräniker bekannt. Das ist ja so die Migräneinstitution in Deutschland überhaupt. Und der dortige Professor hat eine gute Dame, die dort arbeitet. Und das ging dann innerhalb von, ich glaube, wir kamen bei TAF und keine 4 Wochen später kam die erste Klage. Und zwar war die erste Klage, jetzt muss ich überlegen, war die Begrifflichkeit Migräne-Piercing wurde mir untersagt, weil das Wort Migräne-Piercing an sich wohl eine Heilung assoziieren würde. Und somit hat man mir eine Unterlassungserklärung geschrieben. Man wollte mich direkt gleich mundtot machen, dass ich das Wort Migräne-Piercing nicht verwenden darf. Der Witz war, dass ich nachher die ganzen juristischen Balken hinter mir hatte und viele Piercer auf den Zug mit aufgesprungen sind. Mir wurde es dann tendenziell untersagt, deswegen haben wir gesagt, okay, wir müssen einfach ein Wort erfinden, was mir keiner unterstellen kann, was es bedeutet. Und somit sind wir auf, oder meine Schwester damals ist auf das Wort Piercing-Punktur geraten. Der Witz ist eigentlich, Piercing aus dem Englischen stechen und Punktur aus dem Lateinischen punctura auch durchstechen. Eigentlich heißt es stechen, stechen. Aber so ist das Wort entstanden. Und weil leider dann viele, viele andere Piercer auch noch mit diesem Piercing angefangen haben und das auch Migräne-Piercing genannt haben, habe ich gesagt, ich sehe gar nicht ein, ich habe das entdeckt in dieser
so wie, oder die Erfahrung gesammelt. Und viele springen jetzt auf und pfuschen da rum und machen meine Arbeit kaputt. Und als ob ich das Wort Migräne-Piercing schützen lassen, darf aber aufgrund der Unterlassung meine eigene Marke quasi nicht verwenden. Das war die Begrifflichkeit mit dem Wort Piercing-Punktur. Und dann haben sie gesehen, sie kriegen mich nicht klein. Dann haben sie mich angezeigt, weil ich eben in diesem Video bei, wo kam das, bei Regio TV, in einem Bericht habe ich eben gezeigt, wie ich diesen Punkt speziell finde. Das ist das, was ich gerade euch vorhin erzählt habe, dieser sogenannte Neuralstift, der misst Akupunkturpunkte. Ich zeige es euch gleich mal. Dann hat man mich angezeigt mit der Begründung, das Ausmessen des Akupunkturpunktes zum gezielten Zwecke der Heilung stelle eine Diagnostik dar. Und Diagnosen unterliegen lediglich Ärzten und Heilpraktikern. Und das war dann die zweite Unterlassungserklärung. Aber das ist inzwischen auch Geschichte, da ist es eingestellt worden. Das wären halt Grundsatzentscheidungen gewesen vom obersten Gerichten. Da wären wir besonders drin gezogen, weil grundsätzlich erstmal entschieden werden muss, in welchem Bereich wir arbeiten. Und wir arbeiten ja mit Ärzten und Heilpraktikern zusammen. Und letzten Endes machen die ja die Diagnose und nicht ich. Ne? Und ein steiniger weiter Weg. Wir sind jetzt 6, 7 Jahre. In die letzten 3 Jahre ist ziemlich Ruhe eingekehrt. Sie haben gesehen, sie kommen nicht weiter, aber es war ein harter Weg, den wir hatten. Und teilweise war es auch wirklich existenzbedrohend. Ich habe dann sogar eine GmbH gründen müssen, weil die Gefahr bestanden hätte, dass ich im Zweifelsfall oder im schlimmsten Fall ein Gewerbeverbot bekommen hätte. Und da hätte ich nicht mehr als Piercer tätig sein dürfen. Und das wäre für mich mein Aus gewesen. Und das war eben der ganze Weg so nach und nach. Ne? Aber war ein harter Weg und hat sich gelohnt. Aber ja, hat viel, viel Geld gekostet. Ja. Wie gesagt, ich habe mir die Videos angeschaut bei dir auf der Website und darum auch jetzt hier so ein bisschen der Hintergrund, dass Ja. ich gewusst habe, dass ja, das ein kleiner Kampf war. Aber bist du dann quasi jetzt der Einzige hier deutschlandweit oder hast du jetzt auch die Schulungen schon in der Hand, dass Also, in den Schaufenstern von den Piercing-Studios quasi ein Zertifikat auch hängen kann, das richtig, also grundsätzlich kann lehrt. ein Piercing, jeder Piercer kann piercen. Da gehört, jeder, der piercen kann, gehört grundsätzlich mal nichts dazu. Er kann irgendeinen Punkt stechen. Natürlich ist unsere, wo wir weiter sind, und das, dafür steht dann die Piercing-Punktur, ist ebenfalls eine eingetragene Marke. Und dieses Begrifflichkeit, ich bin Piercing, der Piercing-Punktur, dürfen auch nur Studios verwenden inzwischen, mit denen ich zusammenarbeite. Und da wurde mir immer ganz gerne unterstellt, ich würde mich dran bereichern. Tatsächlich verdiene ich keinen einzigen Cent daran. Es ist wie eine Art Franchise, allerdings verdiene ich weder an dem Kunde noch an dieser Namensnutzung, sondern mir ist wichtig, dass meine Kunden, da ich aus Stuttgart komme, eben überall in Deutschland auch jemanden haben, wo sie zur Not hingehen können, mal einen Stecker tauschen oder auch Fragen haben, Fragen hingehen können. Und deswegen bilde ich die Piercer aus. Wir sind da inzwischen, haben wir in Südtirol jemanden, wir haben in der Schweiz jemanden und hier in der Nähe an der französischen Grenze noch jemanden. Und das ist mir einfach wichtig, das sind dann eben Piercing-Punkteure und die haben denselben Wissensstand wie wir, die als Erste damit begonnen haben. Und das garantiert auch eben das Wissen. Und wir haben eine eigene Gruppe, wo wir uns austauschen. Und es gibt ja jeden Tag Neuerungen, die wir lernen und neues Wissen haben und neue Erkenntnisse. Wenn, ey, der Kunde, das ist mir aufgefallen, achtet mal darauf, macht mal dies. Und das nutzen wir eben als Gruppe und somit wachsen wir gemeinsam. Ich war zwar aber angefangen damit, aber inzwischen sind wir die Gruppe und wir lernen gemeinsam und wir wachsen daran gemeinsam und lernen jeden Tag dazu. Und ja, das ist dann eben unsere Piercing-Punktur Studios, mit denen wir eben arbeiten und die eben nutzen. Ja, gut, also jetzt Stuttgart ist nicht so weit weg von Karlsruhe, von daher könnte ich mich jetzt, wenn ich sowas bräuchte, ja in den Zug nicht setzen. Aber das jetzt, wie finde ich den richtigen Piercer für meine Bedürfnisse in dem Sinne? Gut, ich bin Migränepatient und ich vertraue dem Ganzen. Also es gibt ja, würde ich jetzt mal sagen, viele, die jetzt hier das Ganze belächeln. Also da müssen wir, glaube ich, das müssen wir jetzt hier ja, mal vorannehmen. Und aber wie findet man dich? Mal abgesehen von der Website, bist du auch irgendwo eingetragen, dass man sagt, Rene Piercing? Wobei dich findet man von der Suchmaschinenoptimierung, glaube ich, da entweder gut bezahlt oder deine Begriffe, die sind echt gut. Eine so ergeben, dass wir da einfach, wenn du Migräne-Piercing oder Steve eingibst, kommt das eigentlich Genau. automatisch.
Ansonsten, wie gesagt, natürlich gerne auch ins Studio bei uns per E-Mail schreiben. Das findet man über Google und dann werden wir euch den entsprechenden Piercer vor Ort nennen. Ansonsten eben über unsere Facebook-Gruppe, die nennt sich auch Piercing-Punktur, Fakten und Erfahrungen. Also wie Akupunktur, Piercing-Punktur, 23.000 Kunden drin, da tauschen wir uns aus. Ansonsten natürlich so, ich bin auch in Europa und weltweit unterwegs. Ich war zum Beispiel in den USA schon, habe ich Ärzte ausgebildet. Ich war in Schweden kurz vorm ersten Lockdown, habe eine Kinderärztin ausgebildet. Ich war in der Ukraine in Kiew, habe ich Zahnärzte ausgebildet in der Piercing-Punktur. Also wir sind nicht mehr so dieses kleine Nischen, sondern inzwischen sind wir schon da recht etabliert und auch bekannt. Und tatsächlich bilden wir Ärzte darin inzwischen aus oder ich bilde Ärzte darin aus. Vor kurzem jetzt kam eben Schweizer Fernsehen auch ein Fernsehbericht und das fand ich ganz besonders toll. Erstens war der sehr, sehr gut recherchiert und zweitens war es wirklich auch schön zu sehen, dass ich mit ganz etablierten Themen zusammen genannt wurde. Also da war eben ein Bericht über die Schmerzlinie Kiel und eine Operationsmethode und ich eben als Alternativmethode. Das zeigt mir dann eben wiederum, dass wir dann doch schon so etabliert sind in diesem Thema Migräne, dass wir nicht mehr diese Nischen- und Randerscheinungen sind. Das finde ich natürlich sehr toll. Und gerne auch uns schreiben. Wir vermitteln euch den entsprechenden Piercer. Wir sind auch gerade noch da dran, ein anderes Studio in der Nähe von Krefeld darin auszubilden. Und ansonsten sind wir selber, wenn wir dann wieder dürfen, wenn wir keinen Lockdown haben, sind wir jedes Wochenende unterwegs. Sowohl auch die Gabi, als auch unsere Piercerin aus der Schweiz, als auch ich. Wir reisen eben durch ganz Deutschland. Das sind diese Veranstaltungen, die ich anfänglich gesagt habe, die wir gerade nicht machen dürfen. Dann reisen wir jedes Wochenende durch Deutschland und Freitag, Samstag, Sonntag immer unterwegs mit sogenannten Piercing-Partys und sind dann eben in Hamburg. Piercing Party. Das nennt sich Piercing-Party dann, genau. Und das ist dann eben, das heißt ein Überbegriff Piercing-Party, weil so hat es mal begonnen, aber das sind heute Piercing-Punktur-Partys eigentlich. Ne? Und dann machen wir eben auch diese Aufklärungsrunde, machen dann die Akupunktur und im letzten Schritt, wer denn dann möchte, eben auch dann die Piercings. Entschuldige, das muss ich jetzt aber auch noch mal erklären. Was ist denn eine Piercing-Punktur-Party? Also da liegen dann Wenn ich einhaken sehe, und kann dann ist so, der nächste bitte, Ding abgemessen, so, der nächste bitte, der nächste. Nee, also grundsätzlich läuft das ab, dass ich am Anfang erstmal einen ausführlichen Vortrag halte über die typischen Besonderheiten, eben auch diese Erklärung nochmal und wichtige Themen nochmal anspreche, die mir besonders am Herzen liegen. Nur als Beispiel, was sehr viele Migräniker betrifft, ist oftmals zwei Themen, die ganz viele Migräniker ebenfalls haben. Und da wir eine reine Symptombehandlung haben, geht es eben oft auch darum, Axora, übrigens schön, wenn ich gerade lese. Ja, ich habe es jetzt auch gerade. Jetzt schreiben mal ein paar Leute, deshalb wollte ich es jetzt auch gerade vorlesen. Ja, ich glaube, das sind Follower von dir. Wie Ich muss gesagt, ein dickes Dankeschön schicken. genau, und dann die Tamtara schreibt ja gerade, ob das dauerhaft hilft. Ich möchte da tatsächlich gar nichts dazu sagen. Ich sage es ganz bewusst, fragt unsere Kunden. Wer in Facebook ist oder jemand kennt, der Facebook ist, geht in unsere Gruppe, Piercing.Tour, 23.000 Kunden drin, fragt sie selber, ich möchte euch nichts erzählen, weil ich kann euch alles erzählen. Das ist mir wichtig, fragt selber die Leute, die es haben. Ja. Ja. Zurück zur Party. Ja, ich werde dann, gehe ich nochmal auf Themen ein, zum Beispiel, zwei Themen jetzt mal rausgegriffen. Was viele Migräniker betrifft, ist eine Problematik oftmals zum einen der Schilddrüse. Das sind meistens die Migräniker, die sehr regelmäßig immer ihre Migräne haben und wissen, hey, ich kriege hormonell, wenn ich meine Tage habe und sonstiges. Das kann, nicht muss, kann ein Zeichen dafür sein, dass zum Beispiel die Schilddrüse auch ein Problem hat. Und nicht selten haben wir den Tipp dann eben auch allgemein erzählt und die Leute sind dann mal tatsächlich zum Endokrinologen gegangen oder zum Hausarzt oder Internisten, haben testen lassen und tatsächlich war oft, oh, tatsächlich war ein Problem. Ja, oder dass wir noch sagen, hey, wer Schwindel, Ohrgeräusche, Kieferprobleme und Migräne hat, das deutet oft auf eine Problematik im Atlaswirbel hin, C1, der oberste Wirbel. Ich empfehle euch hier mal danach gucken zu lassen. Das machen meistens keine Ärzte, sondern das sind meistens Chiropraktiker oder Spezialisten. Und auch das ist dann oft eben dann zusätzlich noch eine Linderung. Also wir machen die Symptombehandlung, wir sind wie ein natürliches Schmerzmittel, wir nehmen nur den Schmerz, geben aber gleichzeitig den Leuten noch Tipps aufgrund unserer Erfahrung, wo wir sagen können, aber, so wie du es mir gerade schilderst, könnte es auch das sein. Bitte überprüf mal, geh mal zum Arzt, lass mal das und das kontrollieren, um eventuell dann doch eine Heilung zu erreichen. Also dass es im besten Fall gar nicht mehr kommt. Ja, das sind so Kleinigkeiten, die haben wir natürlich in den Jahren auch an Erfahrung gesammelt. Und das sind Das machen wir auf diesen Partys und manchmal testen wir eben erst die Nadel und wer dann natürlich möchte, kriegt ein Piercing. Ja, also diesen Piercing-Punktur dann.
Okay. Jetzt ist bei dem Migräne-Piercing auch eine Kontrolle notwendig? Also, dass man sagt, okay, also bei einem Migräne-Piercing muss mal im Jahr kontrolliert werden. Also, jetzt im Gegensatz zu einem anderen Piercing, ist das da notwendig? Also grundsätzlich, wenn es keine Probleme gibt, nicht. Es ist ein Piercing. Ja. Ein Piercing ist natürlich ein Eingriff in den Körper, ist eine Körperverletzung. Und es kann natürlich immer sein, dass es gerade auf dem, im Sommer haben wir so Problematik manchmal, wenn die Leute natürlich, wenn es warm ist, die Leute schwitzen. Und Schweiß ist grundsätzlich natürlich sehr aggressiv. Und dann kommt das öfters mal vor, oder Leute gehen ins Chlor im Sommer. Dann kann es sein, dass natürlich oft mal auch eine Entzündung passiert. Was erstmal kein Problem ist, ist nichts Schlimmes, wenn man sehr entsprechend gleich und rechtzeitig entgegenwirkt und behandelt, ist das gar kein Problem. Aber die Gefahr besteht natürlich immer. Solange nichts ist, muss man nichts machen. Was manchmal sein könnte oder manchmal gemacht wird, dann die Stecke ist am Anfang etwas länger. Hat den Grund, weil zum einen kann die Wunde anschwellen, dieses Stichkanal, und zum anderen muss man den zur Pflege etwas bewegen. Und deswegen ist es natürlich so, dass wir dann diesen Stecker länger lassen. Und wenn der stört, gerade beim Schlafen, dann sollte man ihn nach einer gewissen Zeit kürzen. Nach 6, 8 Wochen mal. Das wäre die Nachbehandlung. Das kann tendenziell jedes Studio. Muss man nicht zu uns kommen. Aber ansonsten, wenn keine Probleme sind, muss man es nicht nochmal unbedingt. Okay, also die übliche Art und Weise. Also hat da Migräne, Piercing keine VIP-Behandlung Muss grundsätzlich nicht. danach. Okay, hat sonst noch hier irgendjemand eine Frage gehabt, die ich Hallo, jetzt Anna. überlesen habe? Ja, Angela hatte vor kurzem erst Geburtstag. Alles gut nachträglich. Ist auch eine Kundin, da habe ich schon sehr, sehr viele Piercing-Partys bei ihr gemacht. Sehr viele Piercings, 20 Piercings auf einmal. Auch da gibt es eine Begrenzung. Also wir machen grundsätzlich nicht zu viele. Es gibt tatsächlich Leute, gerade wenn wir in Regionen manchmal unterwegs sind, wo wir sehr selten sind, wollen Leute natürlich auf einmal alles haben. In unserer Gruppe unterhalten die Leute natürlich auch um die einzelnen Punkte. Es gibt zum Beispiel, nur als Beispiel, es gibt Punkte, gerade wenn jemand, ich muss immer ein bisschen aufpassen, wie ich es formuliere, wir können keine Depression heilen, ja, das ist ganz wichtig, aber es gibt Punkte, die können bei Depressionen oder dergleichen auch Störungen können die unterstützen, helfen. Zum Beispiel der sogenannte Shen Men. Der Shen Men ist für innere Ruhe, Ausgeglichenheit, ein entzündungshemmender Punkt und ein übergeordneter Schmerzpunkt. Oder es gibt den Point de Jerome. Der Point de Jerome ist bei Schlafstörungen, seelischer Ausgleich, vegetative Nervensystem, was oft auch bei Migräne mit sein können, und Nackenverspannung. Oder der Polster, der eben die Atlasmuskulatur etwas entspannt. Und das sind so Kombinationen manchmal, das lernen die Leute in der Gruppe, die tauschen sich aus. Boah, seitdem ich den Punkt und den habe, geht es mir richtig gut und jetzt habe ich das noch dabei. Und die Leute lernen und lesen natürlich auch mit. Und da gibt es manchmal auch, natürlich, wenn wir so in Regionen sind, wo wir sehr selten sind, dass die ankommen und sagen, ich will den, 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 den. Dann müssen wir auch sagen, okay, können wir nicht machen, weil es ist eine Verletzung und so viele jetzt, dann hättest du morgen mehr Probleme. Da muss man manchmal schon ein bisschen zügeln, ne? Okay, der Punkt ist mir auch neu, der LMAA-Punkt. Genau, das ist so ähnlich. Okay, das. Seht es gerade oder wie kommst du jetzt darauf? Gut, also was das Piercen betrifft, glaube ich, da bin ich wirklich hinter Mond. Ah ja, genau. Tief, jetzt habe ich dich, glaube ich, hier weggeklickt. A-Punkt, genau, das ist der sogenannte Fan-Man-Punkt. Genau. Ja. Was jetzt hier uns das Thema mit Epilepsie betrifft, dafür, je nachdem, wie die Personen medikamentös eingestellt sind oder eventuell auch bei anderen Krankheiten, ist dann auch ja die Frage, können manche Sachen funktionieren, weil man irgendwelche Smarties einfach, meine Medikamente nenne ich immer Smarties, also um Gottes Willen, ich will die Pharmaindustrie jetzt nicht los, hier ein bisschen. Ich wollte keine Scherze machen über die Pharma. Alles gut. Ja, ich kenne das. Ich muss sagen, das Und verteufelt. Ich bin kein Pharmagegner. Ich bin nicht der Meinung, dass Medizin schlecht ist. Man muss sie nur, ich sage immer, die Dosierung macht die Droge. Und manche Medikamente sind sehr wichtig und gut und richtig. Und manche sind einfach sinnfrei und manche sind einfach nur, ich sage es mal so, falsch dosiert gerne. Ich nenne mal ein dummes Beispiel. Ganz, ganz oft haben wir natürlich Migränepatienten, die zu mir kommen und sagen, ich kriege, es gibt so die drei typischen Medikamente, die oftmals Migränepatienten bekommen. Und zwar sind das neben Triptan die Antiepileptika und die Beta-Blocker und die Antidepressiva. Die leider, 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 muss man dazu sagen, also schön für die Betroffenen, sie können helfen.
Man muss aber natürlich dahinter sehen, was bewirken die. Dabei sind ja noch die Antidepressiva, die Antiepileptika noch nicht die beste Lösung. Ich nenne mal jetzt ein Beispiel. Ich hatte ein junges Mädchen bei mir, ich glaube 15 oder 16 Jahre, war in einer bekannten deutschen Schmerzklinik und hat dort Antidepressiva bekommen gegen ihre Migräne. Und da muss ich einfach sagen, wie dort damit umgegangen wird, finde ich mehr als fragwürdig. Also muss dazu sagen, meine zwei besten Freunde haben sich leider das Leben genommen wegen Depressionen, deswegen bin ich jetzt für ein ganz heißes Eisen für mich. Und wenn ich dann höre, dass man einem kleinen Mädel, die noch in der Pubertät ist, wo der Körper sich eh verändert, wo eh als Mädchen, sage ich mal, jetzt alles ein bisschen doof ist vielleicht und ne, immer ein bisschen sensibler ist, dann gibt man einem jungen Mädchen mit 16 Jahren wegen ihrer Migräne auch noch Antidepressiva. Dann fragen die Eltern natürlich zu Recht, ja, aber hat das eine Nebenwirkung? Und da beginnt für mich der Punkt, wo ich sagen muss, das geht schon wirklich in Verbrecherische. Denn grundsätzlich, wenn es hilft, ist es legitim. Wenn man sagt, okay, guck mal, du bist austherapiert, wir haben alles probiert, wir wissen nicht weiter, es gibt eine Möglichkeit, aber seid ihr im Klaren, das kann passieren, das wären die Nebenwirkungen. Es liegt dir, ob du das nehmen möchtest oder nicht, dann ist es absolut legitim. Die drehen aber leider aus, hier, nehmen sie mal. Ja, aber hat das Nebenwirkungen? Ja, nee, das nimmt man halt bei Migräne. Und das ist, höre ich jedes Mal, das nimmt man halt bei Migräne. Und dann gibt man, und das ist die Frechheit, einem kleinen Mädel, oder selbst wenn man älter ist, ist ja egal, über teilweise 2, 3, 4 Jahre gibt man jemanden Antidepressiva, der gar keine Depression hat. Er hat vielleicht keine Migräne daraus, das ist das Schöne, das wünsche ich jedem. Aber man muss halt die Resultate daraus sehen, was daraus passieren kann. Letzten Endes sind das Serotonin-Wiederaufnahmehemmer. Also das heißt, ich gewöhne den Körper in gewissem Maße daran, und wenn die Person wird nie wieder oder nie so schnell diese Antidepressiva absetzen können, ich mache im Umkehrschluss eine Person, die nur, sage ich mal, Migräne hatte, mache ich im Umkehrschluss im schlimmsten Fall depressiv. Und das ist die Wahl zwischen Pest und Cholera. Und das sind so die Sachen, wo ich sagen muss, ich bin kein Pharma-Gegner, nur wie mit Medikamenten umgegangen wird, ist teilweise für mich nicht verständlich und das ist teilweise wirklich traurig, wenn ich sehe, was man dem Patienten dann antut. Das mal so am Rande jetzt. Ja, gut, dein Beispiel jetzt im Alter von 15, also da ist, glaube ich, ja, so, da ist man dann, glaube ich, der Pharmaindustrie auch so ein bisschen ausgeliefert, weil man auch nicht selber die Erfahrung hat, weil man vielleicht auch einfach zu jung ist. Also da bin ich und vielleicht auch die und andere, weiß nicht, so Mitte, Ende 20, wo man dann einfach schon die Erfahrung mitbringt und wo man viele Sachen anfängt in Frage zu stellen. Sobald man die Erfahrung hat, dann hat man das Fragezeichen auch in der Hand. Klar. Und dann also gibt es auch einen anderen Weg. Und wenn man, was ich auch festgestellt habe, je auswegloser oder je näher du der Wand kommst, also mit dem Rücken an der Wand bist, aus welchem Grund auch immer, sei es jetzt die Migräne, sei es die Epilepsie oder es muss keine Krankheit sein, aber je offener sind deine Augen für Alternativen. Und da muss auch kein, also bei dir jetzt in dem Fall, keine medizinische Anerkennung von den Verbänden etc. Ja. dahinter sein. Also das ist einfach ein Hilferuf in dem Moment. Ja. Weil dann der, genau, wo man sonst einfach sagt, nee, also hier mein Arzt, der muss eine Approbation haben und ich möchte nur vom Professor behandelt werden und ich möchte nur, dass der natürlich 20 Jahre Erfahrung hat, Lebenserfahrung hätte ich jetzt beinahe gesagt. Also ich möchte nur das Beste vom Besten, aber irgendwann geht man einfach auf die Suche nach Alternativen. Musste und das möchte ich in keinster Weise verallgemeinern, weil tatsächlich auch ich arbeite, wie gesagt, mit sehr, sehr guten, wirklich, für die würde ich, also dann muss ich wirklich sagen, das sind mit die besten Ärzte, die ich kenne, mit denen ich zum Teil inzwischen arbeite, die nehmen sich Zeit für ihre Patienten und sind wirklich für die da. Leider ist aber oftmals so, dass der Großteil, und das ist nicht mal der Arzt, das muss ich immer ganz klar sagen, nicht die Ärzte sind das Problem. Das Problem ist in unserem System leider oftmals das medizinische, das Gesundheitswesen. Ich nenne mal so ein paar Beispiele. Wir denken immer, die Ärzte sind die super Reichen und verdienen sonst wie viel. Man muss aber wissen, dass ein Arzt im Quartal pro Patient 34 Euro bekommt, wenn er normal krankenversichert ist. Und da muss man natürlich wissen, ich will jetzt mal ein blödes Beispiel so durchspielen. Es kommt ein Arzt, der wollte, ein Kumpel zum Beispiel von mir, wollte auch, der hat Medizin studiert, wollte Menschen unbedingt helfen. Jetzt ist er dann 30 Jahre gewesen, hat vor seiner Doktorarbeit
hochverschuldet, noch keinen Cent im Leben verdient, ist erstmal noch nicht mal allgemein, ist nur Mediziner, noch nicht mal ein Doktor, Rand oder Doktor und noch nicht mal ein spezialisierter Arzt. Und dann macht er seine Spezialisierung, und dann ist er mit 33, 34, je nachdem wie schnell er ist, ist er erstmal spezialisiert auf sein Themengebiet und beginnt mit 34, 35 an erstmal auf gut Deutsch seinen Kredit abzubezahlen. Jetzt übernimmt er eventuell noch eine Praxis, muss Gerätschaften anschaffen, Mitarbeiter anschaffen und so weiter. Dann ist er hochverschuldet und fängt mit 35 an, erstmal 1 Million Schulden abzubezahlen. Und als Dankeschön von der Krankenkasse bekommt er 34 Euro. Und da ist genau das Problem, dieser Knackpunkt, warum oftmals, und deswegen möchte ich wirklich da keinen, das wissen viele Leute gar nicht, weil die denken, das sind immer die Reichen. Für das Geld, ganz ehrlich, und das sind einfach die Kassen, ist die Schwierigkeit, dass der Arzt einfach dem die Hände gebunden sind. Der muss die Leute durchschleuchen durch seine Praxis. Die haben von den Vorgaben eigentlich fast schon teilweise gar nicht die Zeit, sich da hinzusetzen und mal wirklich eine halbe Stunde zuzuhören. Und das merken wir ganz oft, dass oftmals so Kleinigkeiten, die wir im Gespräch, wenn wir uns mit den Patienten unterhalten, dass wir einfach sagen, ey du, jetzt hast du gerade eine Kleinigkeit, die war für dich vielleicht gar nicht relevant, aber jetzt höre ich was raus, das könnte das und das eventuell mit verursachen oder der Grund sein. Und dann ist Zuhören ganz oft schon mal der Weg, den Leuten auch vielleicht zu helfen, weil man einen neuen Gedankenansatz bekommt, den man sonst gar nicht bekommt. Das, die Möglichkeit haben wir. Die Möglichkeit habe ich, wenn ich Privatpatient bin. Die Möglichkeit habe ich, wenn ich zu einem Physiotherapeuten und sonstiges auf Selbstzahler gehe oder Osteo und Chiro. Aber der Mediziner, der die kassenärztlichen Regeln unterliegt, der hat die Zeit gar nicht. Und das ist oft die Schwierigkeit, dass du dich beim Arzt sich viele Leute unaufgehoben fühlen, dass die reingehen, setz dich hin, was hast du? Die fassen dich nicht mal an, die gucken dich nicht mal an. Hier deine Überweisung, dein Medikament und geh. Und das ist immer die Schwierigkeit. Und das ist nicht der Arzt das Problem und nicht das System. Leider ist es so, meine Erkenntnis inzwischen, alles was hilft, muss ich meistens selber bezahlen. Ja, das geht los, ob ich zum Osteopathen, zum Chiropraktiker, zum Physiotherapeuten gehen muss. Wenn der Orthopäde mich zum Physio überweist, dann kriege ich 20 Minuten. Die sind eigentlich für einen Eimer, weil bis der effektiv arbeiten kann, sind die 20 Minuten schon rum. Und um effektiv zu sein, muss man meistens selber zahlen. Das ist leider in unserem Gesundheitssystem, so gut wir es halten, ist leider das oft ein Problem. Mhm. Vielleicht auch schon mal mitgekriegt haben. Ja. Gesundheitssystem, also da, ich glaube, da gibt es viele Chats zurzeit. Jetzt zur Corona-Zeit. Ja. Oh, heftig. Haben wir irgendwelche Frage übersehen gerade? Nee, die Dance, aber ja, Dance, ich pass auf. Wie geht's dir? Lange nicht gesehen, lange nicht gehört. Es sind sehr viele. Ja, sie hat Angst, ich steche mir das Auge aus damit. Ach so, was? Dance, Kugeln vorne. Das ist übrigens mein Kugelstopfer, das kennen viele vom Zahnarzt. Den nehmen wir als Alternativgerät, um Akupunkturpunkte zu ertasten. Denn Akupunkturpunkte tatsächlich haben einen, sind druckempfindlicher. Das heißt, wenn ich zum Beispiel weiß, okay, hier ungefähr ist der Punkt, dann fahre ich nur drüber. Und ich kann Akupunkturpunkte erfüllen. Die Leute zucken immer mit dem Auge, wenn ich so, das tut richtig weh. Dann zeigt es mir schon an, okay, da ist ein bisschen Problematik und da ist Schmerz drin. Und das sind so kleine Indizien. Also der Körper zeigt tatsächlich Schmerzen. Deswegen haben wir so einen Kugelstopfer. Weil viele Fragen sind über das Zahnarztgerät hier. Aber so einen Standardbereich gibt es beim Migräne-Piercing nicht, oder? Doch, der Migränepunkt an sich befindet sich ungefähr immer in diesem Areal hier. Aber es gibt, wie gesagt, ihr seht, diese Punkte am Ohr, das sind alles Akupunkturpunkte. Nicht jeden kann man stechen, nicht jeden sollte man stechen. Für uns immer die wichtigste Frage zum Beispiel, wenn jemand kommt, ich nehme das Beispiel Schmerz voraus, ist Schmerz sinnvoll oder ist Schmerz sinnlos? Ich nehme mal ein einfaches Beispiel, habe ich Knieschmerzen. Ist der Schmerz zwar immer nervig und blöd, aber grundsätzlich kann Knieschmerz sehr wichtig sein. Habe ich zum Beispiel einen Meniskusschaden, sagt der Körper mir damit, Achtung, in deinem Knie stimmt was nicht, pass auf, dann ist der wichtig, dann muss ich diesen Schmerz spüren. Habe ich jetzt zum Beispiel Probleme im Lendenwirbelbereich und mein Ischiasnerv drückt ins Bein runter, das kennen ja dann viele, wenn es hinten über den Po runterzieht, anderes Beispiel, ich nehme mal die Arthrose, ist besser. Habe ich jetzt Arthrose im Knie zum Beispiel, ist der Schmerz wiederum sinnlos, also da soll ich mich ja bewegen, anders beim Meniskusschaden, wo der Schmerz mir sagt, Achtung, pass auf, nicht beanspruchen, ist ja wichtig, dann muss ich schonen. Habe ich Arthrose im Knie, ist der Schmerz auch sehr schmerzhaft, aber ich soll ja tendenziell bewegen. Ich kann aber oftmals nicht, weil es weh tut. Und genau dann ist Akupunktur oder Piercingpunktur perfekt, weil ich nehme den Schmerz, also ich nehme nur das Symptom, wir heilen nichts. Ich nehme den Schmerz und aufgrund dessen, weil der Schmerz weg ist, kann ich mich wieder natürlicher bewegen. Das verursacht, dass zum einen oftmals die Arthrose, ich
muss immer aufpassen, wie ich sage, wie gesagt, wir heilen nichts, aber dadurch kann ich die Problematik etwas lindern, den Schmerz nehmen und daraus gehen ja oftmals viele Nebenprobleme weg. Dadurch, dass ich zum Beispiel nicht mehr humpel, weil jetzt mein Knie nicht mehr wehtut, laufe ich wieder besser, dadurch kriege ich meistens keine Schmerzen mehr in der Hüfte, was ja viele dann auch haben. Meine Schonhaltung, das macht dann auch wiederum Schmerzen, Schiefhaltung, Schmerzen im Rücken und Schultern. Und wenn ich diesen Schmerz im Knie nehme, lindere ich oftmals dann auch andere Sachen. Ich sage immer so, man muss manchmal diesen Schmerzkreislauf einmal durchbrechen, dann ist der Körper immer gewillt, sich selber auch zu heilen. Ja? Und das sind dann manchmal, das muss ich immer unterscheiden. Also das Allerwichtigste, gerade beim Schmerz, ist ja wichtig als Warnsignal oder ist jetzt ein sinnloser Schmerz und ich soll mich ja bewegen. Ja. Aber jetzt, wenn klingelt bei dir das Telefon jetzt nicht ununterbrochen, wenn jetzt Corona hier der Lockdown ist für euch? Da schon ein Termin für Februar gemacht werden, für Juni, Juli, keine Ahnung. Ja, tatsächlich, das Problem ist momentan, dass wir, wie gesagt, unser Terminsystem geht online und ich habe tatsächlich von diesen Veranstaltungen, wie ich vorhin gesagt habe, quer durch Deutschland, hatte ich jetzt noch, ich habe noch 160 offene Veranstaltungsanfragen, die ich gar nicht abdecken kann. Das Problem war, dass wir dann schon Partys hatten, also diese Piercing-Partys. Vom März war der erste Lockdown, die wir absagen mussten. Die sind natürlich wieder in den Topf reingefallen, die stehen offen. Dann haben wir jetzt, ich glaube, 4, 5 Wochen haben wir ein paar Veranstaltungen gemacht. Dann kam der nächste Lockdown und Beschränkungen. Die sind alle aufgelaufen und normal bin ich fast ein Jahr im Voraus mit meinen Piercing-Partys ausgebucht, weil die ja nur am Wochenende sind. Und wenn man überlegt, 52 Wochen im Jahr, Freitag, Samstag, Sonntag hier eine Party, dann komme ich rund auf, ich bin nicht jedes Wochenende, also rund 150 Partys kann ich hier mehr machen und ich habe jetzt noch um die 160 offene Anfragen, also ich bin eigentlich jetzt so ein Jahr im Voraus ausgebucht mit den Veranstaltungen. Im Studio geht es relativ zügig. Die Schwierigkeit ist, dass die Leute Termine buchen, momentan wieder storniert werden müssen, weil wir einfach nicht wissen, wann wir aufmachen dürfen. Ja, ich hatte Terminbuchen ab Dezember drin, es hieß ja erst der 20. Erst hieß es Ende November. Dann hieß der 20. Dezember, jetzt der 10. Januar und die Leute buchen, ich sehe mal als E-Mail, die buchen Termine, stornieren sie wieder. Es ist furchtbar, tatsächlich. Also normalerweise im Studio, wenn regulärer Betrieb ist, kriegt man schon innerhalb von einer Woche einen Termin. Man muss halt nach Böblingen kommen. Ja. So. Dance, du schreibst genau bei Schlafstörungen, du hast absolut recht, das ist der Point de Jérôme hier unten. Das ist der fürs vegetative Nervensystem, Nackenverspannung, Schlafstörung, seelischer Ausgleich. Übrigens die Kombination Point de Jérôme und Shen Men kann, da muss ich mal rüberschauen, der kann sehr, sehr tolle Nebeneffekte haben. tatsächlich. Ja, komm, also wer gackert, der muss das Ei jetzt auch legen. Mache ich auch. Der Punkt, die sind beide auch für die innere Ruhe und für den seelischen Ausgleich, können aber beide in Kombination, auch der Nullpunkt manchmal, das sind so die drei Hauptpunkte, können etwas emotionaler manchmal werden. Und da gibt es manche Menschen, wenn man die sticht. Da hatte ich zum Beispiel einen Fall hier 3 Wochen lang, dass manche Menschen teilweise im Studio direkt nach dem Stechen anfangen zu weinen. Die sagen, oh, ich weiß nicht, was los ist, aber ich habe jetzt das Bedürfnis, ich muss weinen. Da löst sich ein Ventil und das geht ein Schauer durch den Körper und auf einmal haben die Tränen in den Augen und sagen, ich muss jetzt einfach weinen. Da löst sich einfach emotionale Blockaden, was ich lange mich reingefressen habe. Und es kann auch mal sein, dass es 3 Wochen lang geht. Um Gottes Willen, das wäre der absolut falsche Punkt für mich. Also bin heulsuse genug, also brauche ich den Punkt nicht. Der ist schon, ne? Also gerade für eine innere Ruhe und Ausgeglichenheit und wenn jemand was belastet oder. Okay. Ja, die können das doch gut. Also, naja, das reicht jetzt erstmal. Müssen wir mal gucken hier, dass das hier anständig verheilt hier. Ob das mit den Medikamenten. Wegen Absetzung, glaube ich, sowas. Das hast du gefragt. Nee, um Gottes Willen. Also meine nicht. Nee. Dürfen wir und wollen wir noch nie sagen. Also wir dürfen, und das werden wir auch im Teufel tun, den Leuten sagen, hey, setz irgendwas ab. Ja, das ist immer ganz, ganz wichtig, weil die Frage haben wir auch immer, dass wir... Ehrlich? Nee, soll ich denn das absetzen, sage ich, um Gottes Willen. Also wenn du je irgendwas hast, was du absetzt, dann bitte nur mit Rücksprache vom Arzt. Ich nehme mal das Beispiel, eben wie diese Prophylaxe bei Migräne, sprich Antidepressiva. Das ist eben ganz, ganz, ganz wichtig, dass Leute, die dann sagen, hey, ich habe jetzt tatsächlich keine Migräneanfälle mehr gehabt. Ja, manche haben ja, das ist ja manchmal die Kuriosität, manche Leute haben Migräne, kriegen als Prophylaxe dann die Antidepressiva und sage ich, ja, blöde Frage, wirkt es denn wenigstens? Ist weniger? Ja, nee, die Migräne habe ich immer noch. Sage ich, aber warum sagt dein Arzt, du sollst sie weiternehmen?
Ja, hat er halt gesagt. Da muss ich mich schon fragen, wenn es noch nichts bringt, warum soll ich es nehmen? Und dann ist natürlich oft, dass die Leute dann sagen, okay, mir geht es besser, soll ich die jetzt einfach absetzen? Wo wir dann sagen müssen, bitte, 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 nicht einfach absetzen, gerade Antidepressiva, ebenfalls auch Antiepileptika. Ist natürlich gar nicht so Ja, einfach. nee, nee. Alles neurologisch natürlich Wirkung hat neurologisch und dann immer nur mit Rücksprache vom Arzt, ganz wichtig, und dem vielleicht auch sagen, ob er es belächelt oder nicht. Hey, Herr Doktor, ich habe jetzt hier was, ob es belächelt, ist ja egal, aber wenn man sagt, ich habe weniger und gar keine Migräne mehr, dann wirklich gibt es die Möglichkeit, die Medikamente abzusetzen. Also niemals allein, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Das darf man nicht vergessen. Ja, also ist dank dir, dass du das nochmal ansprichst. Das ist ja sehr wichtig. Ich weiß von euch hier in der Runde ja nicht, wer Medikamente nimmt oder wer auch jetzt die Krankheit Epilepsie hat bei euch. Wenn man da die Medikamente von heute auf morgen absetzt, also da schraubt man an dem Rad und schraubt vielleicht seinen eigenen Kopf ab, weil man die Medik weil sie dann eventuell nicht mehr helfen, die Medikamente, weil sie nicht mehr anschlagen, oder man damit auch die Anfälle auslösen kann, etc. Also gefährlich. Ich weiß nicht, ob das bei Migräne dann. Bitte? Hast du aktuell noch Anfälle, Epilepsie? Nein, ich bin toi 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 anfallsfrei Okay. und deshalb. Ich würde meine Medikamente auch nicht absetzen wollen. Auch wenn mir ein Arzt sagen würde, es bleibt aber hier jetzt auch wieder alles unter uns. Wir sind 15 Leute, 17. Auch wenn mein Arzt mir sagen würde, hey Manu, wir können es auch jetzt mal probieren, ne? Dann würde ich sagen, nee, das Risiko gehe ich nicht ein. Ja. Nein, das würde mir zwar nicht sagen, da bin Nee, ich mir sicher, aber ist noch keine Ahnung. ein bisschen spezieller, da natürlich auf keinen Fall. Wie gesagt, ich habe jetzt gerade das andere Beispiel genommen, eben gerade diese Prophylaxen bei Migräne, ne? Weil das sind tatsächlich, muss ich sagen, ich möchte es nicht verteufeln, aber das sind für mich zum Teil wirklich, da ist die Schwierigkeit, dass die Ärzte oftmals nicht auf Heilung aus sind, sondern wirklich auf eine reine Symptomlinderung. Na, wenn ich nämlich, wie gesagt, viele haben ja alles probiert bei Migräne auch schon. Und ich nenne es nur ein Beispiel, was eben ganz, ganz oft ein Thema ist, was viele unterschätzen. Und ich gehe da mal drauf ein, weil ich arbeite inzwischen mit einem sehr, sehr guten Team zusammen. Ganz oft, und das betrifft viele, die entweder, ich nenne mal jetzt Beispiel, die von Kind an schon Migräne hatten, wo die immer gesagt haben, es war ein Schreikind, ein Sternguckekind, also ein Kind, was immer auf eine Seite geschaut hat. Und die als Kind schon Migräne hatten, das sind oftmals diejenigen, wo auch bei der Geburt am Köpfchen vielleicht gezogen wurde oder wie auch immer, die oft im Atlas haben. Das sind auch die, die oftmals Schwindel, Ohrgeräusche, Kieferprobleme haben. Und da muss ich sagen, das ist eine Migräneart, die kann man recht gut behandeln, indem man zum Beispiel Atlas behandelt. Aber auch das Thema Atlas ist bei vielen Medikamenten, bei vielen Ärzten immer so belächelt. Naja, dieses neumodische Ding mit dem Atlas. Ja, das ist der oberste Wirbel C1, da gehen viele Nervenbahnen und Blutgefäße durch. Und der kann schon ein Problem verursachen, wenn der natürlich eine Kompression gibt. Wenn die Nerven stimuliert werden oder die Blutgefäße abgequetscht werden, kann das Migräne verursachen. Und warum geht man nicht auf diese Ursache drauf? Und das verstehe ich eben oftmals nicht. Man macht bei Migräne oftmals, naja, Kopfschmerzen halt, hier sind Triptane, nimm ständig Tabletten. Es gibt Leute, die sind kurz vorm Suizid wegen den Kopfschmerzen, weil sie einfach nicht mehr können, weil es kein Lebensbereich Ja. ist. Und dann ärgert es mich, warum man dann sagen muss, hier sind Medikamente, aber man geht überhaupt keinster Weise drauf ein, was eventuell eine Ursache sein könnte. Ich hatte eine Kundin, der habe ich einen Tipp gegeben mit der Schilddrüse. Dann ist die tatsächlich beim Arzt gewesen, hat darauf bestanden, sie möchte mal nachgucken und was war letzten Endes, man hat eine Not-OP machen müssen, weil, und da muss man überlegen, da muss der Piercer sie darauf hinweisen, weil ich sehe, sie hat einen ziemlichen Kropf, sag ich, mit der Schilddrüse stimmt doch aber was nicht. Ja, nee, mein Arzt sagte, es ist immer alles gut. Und dann geht es hin und dann müssen sie, weil er dann mal endlich einen Ultraschall gemacht hat, musste man eine Not-OP machen, weil die Schilddrüse schon dreimal so groß war und ging in den Brustkorb rein. Man hätte fast den Brustkorb öffnen müssen und das mit einer Ursache war. Und da muss ich sagen, das ist erst ein Trauerspiel. Warum tut man das so ab? Ja, du hast halt Kopfschmerzen, hier sind Tabletten, aber man fragt nicht nach, ich schicke dich mal zum Endokrinologen, die Schilddrüse gucken. Wenn ich hier raushöre, da kam übrigens die Frage, ob es auch bei hormoneller Migräne hilft, Claudi. Ja, kann es. Aber als Tipp nur am Rande, lass mal deine Schilddrüse kontrollieren. Es muss nicht die Schilddrüse sein, aber das am Optimalfall geht bitte zu einem Endokrinologe, das ist der Arzt, der das Hormonsystem untersucht. Denn grundsätzlich hast du hormonelle Migräne, scheint ja was im endokrinen System nicht zu stimmen. Ob das jetzt Pankreas, ob das die Hirnanhangdrüse, ob das die Bauchspeicheldrüse, die Schilddrüse ist, selbst der Darm. Der Darm ist
serotoninbildend. Also, was wieder als Glückshormon kennt, ist der Darm mit ausschlaggebend. Darmprobleme können Serotoninmangel, Strich, Serotonin, ja, einen Serotoninmangel verursachen. Auch das kann hormonell sich darauf auswirken. Deswegen als Tipp: hormonell bitte mal zum Endokrinologen. Und das sind die Sachen, warum tut der normale Hausarzt nicht mal sagen: guck mal, hormonelle Migräne, was ich gerade gesagt habe, geh bitte mal zum Endokrinologen, dass sie mal da durchchecken, ob im Endokrinsystem was nicht stimmt, ob deine Hormonwerte nicht stimmen, wie auch immer. Warum sagt man nicht, wenn ich sage: ach, ich habe immer, übrigens auch bei jemand, der Epilepsie, müsste mich weiter aus dem Fenster lehnen, ist neurologisch, aber weiß nicht, ob auch das mit dem Atlas zu tun haben könnte. Jemand, wenn ich höre, jemand hat Schwindel, Ohrgeräusche, Tinnitus, Kieferprobleme und Migräne, dann kann ich fast schon davon ausgehen, ob es nur die Haupt-, ob es der einzigste Grund ist oder nur eine weitere Ursache, weiß ich nicht. Aber lass den Atlas kontrollieren. Wie gesagt, oberster Wirbel. Und das machen die meisten Ärzte und Orthopäden, machen da meistens sowieso nichts. Nehmt ein bisschen Geld in die Hand, sucht euch einen ordentlichen Chiropraktiker, der auf Atlasbehandlung spezialisiert ist, und lasst den kontrollieren. Warum sagt das der Arzt zum Beispiel nicht? Ja, dann pumpt man Leute lieber über Monate und Jahre mit Medikamenten voll. Und das finde ich, was immer so ein bisschen traurig und schade ist. Weil man nicht an die Ursache geht, sondern rein Symptombehandlung macht. Ne? Ja, Ursache finden. Erstmal die Ursache finden. Und das erreicht man durch Zuhören oftmals. Ja, wer sucht, der findet. Und da haben wir auch wieder die Zeit, weil die Zeit nicht da ist. Das hast du vorhin ja auch gesagt, dass die Ärzte haben keine Zeit. Aber ich sehe das genauso wie du. Also die Ärzte sind manchmal wirklich arm dran. Und das wissen nicht viele. Es sei denn, sie arbeiten auch in dem Bereich oder in der Pflege. Das ist ja immer leider total. Also, ich habe auch bei uns im Team ist übrigens eine Großfussel, wenn du zuhören solltest. Die schafft auch in der Pflege uns bei uns sehr engagiert im Team und die erzählen uns immer wieder jeden Tag, was da los ist, wie die, was die für Stunden abreißen müssen. Traurig gerade. Ja, also von daher, was ich jetzt nur aus meiner Erfahrung sprechen kann, dass man ruhig sich trauen kann, nachzufragen, dass man selber am Ball bleiben muss, sich selber weiterbilden als Patient. Also dass man da nicht so dieses, oh, das ist der Gott in Weiß, sondern wirklich da, wenn man Patient ist, gut, also ich muss mich jetzt weiterbilden, was meine Krankheit betrifft. Als Patient hingehen muss zum Arzt und auf Deutsch sagen muss, was du hast. Und das habe ich ganz oft und das ist eigentlich traurig. Und wenn das eben ein bisschen stattfindet, dann kann man den Arzt einfach auch fragen und ein bisschen Löcher in den Bauch fragen. Und wenn man das macht, wenn man da ein bisschen selbstbewusst ist und mal nachhakt auch, dann stibitzt man sich auch ein bisschen Zeit. Dann kommt man so ab und zu mal so in den Privatstatus, so Privatkassenpatient. Okay, jetzt bin ich nicht 3 Minuten in der Praxis gewesen, sondern vielleicht 5 Minuten. Ja. Mal jetzt kleinen Tipp, dann erkennt man auch wirklich, wie sein Arzt drauf ist. Wenn ich zu meinem Arzt gehe und immer mit dem sage, ich hätte da mal ein Überleben, könnte das dies, jenes sein, dann merkt man doch auch schon, wie der Arzt drauf ist. Komme ich mit einer alternativen Sache und der macht grundsätzlich alles doof und nur seine Medikamente, dann weiß ich eigentlich schon, wie mein Arzt drauf ist. Ist der Arzt wirklich gut? Grundsätzlich, wer heilt, hat recht und es gibt, wenn du meinst, das funktioniert, probier es aus, dann sieht man doch, das ist auch ein Arzt, der ist darauf bedacht, wirklich für seine Patienten da zu sein. So kann man seinen Arzt ein bisschen auch testen. Ne? Das sind oftmals die Kleinigkeiten schon, wo ich auch wirklich sehe, weil es gibt leider tatsächlich Ärzte, die, das ist jetzt gerade diese große bekannte deutsche Schmerzklinik, mit der ich lange im Streit war, die verteufeln, die haben eine eigene Facebook-Gruppe, da wird alles, wirklich alles, alles, was nicht mit Medikamenten zu tun hat, wird verteufelt, wird platt gemacht und wer das überhaupt noch erwähnt, in der Gruppe fliegt raus. Und da muss ich sagen, das ist schon das Zeichen, worum es geht. Man muss natürlich auch den Apparat dahinter sehen. So eine große Schmerzklinik, ich nenne jetzt keine Namen, die bekommen pro Patienten, das weiß ich durch Privatpatienten, für 2,5 Wochen Schmerzklinik für Migräne, bekommen die je nachdem und mit Chefarztbehandlung 10.000 Euro bis 12.000 Euro für 2,5 Wochen von der Krankenkasse. Und jetzt muss ich mir mal überlegen, für mich ist das dann oftmals, das sind moderne Drogendealer. Weil letzten Endes, ich komme dahin als betroffener Patient und nehme meine Medikamente. Und jetzt zahlt die Krankenkasse natürlich ein Schweinegeld, dass ich da 2,5 Wochen hingehe. Und was machen die dort mit mir? Und das muss ich immer sagen, sind viele Patienten von mir, die dort waren, immer sehr enttäuscht. Was ich erstmal gut finde, sie machen einen medikamentösen Entzug. Ja, das heißt, die sagen, oh, du nimmst du die Medikamente. Gerade bei Kopfschmerzen gibt es zum Beispiel einen sogenannten medikamentenindizierten Kopfschmerz, der durch Medikamenten, zu viel Medikamente verursacht der Kopfschmerz. Die entziehen die Leute, ist erstmal.
Und was machen sie dann? Sie bringen den Leuten noch ein bisschen bei, Atemübungen, mit dem Schmerz umzugehen, finde ich alles gut. Und was machen sie im zweiten Schritt? Man pumpt die Leute komplett mit neuen Medikamenten voll. Auf gut Deutsch, die entziehen sie von einem Medikament, um sie nachher auf ein anderes Medikament, mit dem ich einen Pharmavertrag habe, was die haben, und setzen auf ein anderes Medikament. Und da muss ich sagen, es ist eigentlich eine Frechheit, wenn man das mal im Hintergrund sieht, dass da eine Klinik unglaublich viel Geld von der Krankenkasse dafür bekommt, dass sie eigentlich einem Patienten von einem Medikamenten entzieht, was erstmal gut ist, und im zweiten Schritt ihn auf ein neues Medikament setzt, mit dem diese Klinik einen Vertrag hat. Und wahrscheinlich auch, ich möchte keinem was unterstellen, ich weiß es nicht, unter Umständen wahrscheinlich auch noch ordentlich Provisionen und Verträge bekommt, weil man macht ja natürlich jede Woche, 200 Wochen hat man Durchfluss von 150 Leuten, die man neu auf sein Medikament abhängig macht. Auf gut Deutsch gesagt. Wie gesagt, ich möchte es nicht verteufeln, aber das ist das kranke System, das wir in Deutschland haben. Ich hoffe, das ist verständlich, wie ich es sagen möchte. Und das Ja, ich hätte jetzt gerne einen Vertreter mit von der Partie. Wenn man so wäre sehr schön, tatsächlich sehr einen eigentlich auch. Fachcheck hier machen kann, dann dass jemand von der Klinik, wir wollen keinen Namen nennen, beziehungsweise ich weiß gar nicht, um wen es geht, aber dass jemand hier einfach mit in meinem Wohnzimmer hockt, beziehungsweise bei dir im Gästezimmer oder wo auch immer du dich bei dir in der Wohnung verkrochen hast. Also mal als Beispiel, es gibt tatsächlich, wie viele Frauen ist schon passiert, sie kamen zu ihrer Frauenärztin am Jahreswechsel und dann sagt die Frauenärztin, gute Frau, wir müssen ihre Pille ändern, weil ihre gibt es nicht mehr. Die Problematik ist oftmals, und das ist leider, das wissen viele gar nicht, es ist den Ärzten, die sind verpflichtet, sich in Verträge mit Pharmareferenten zu begeben. Das heißt, auch hier ist gar nicht immer gewährleistet, dass der Patient sein optimales Medikament bekommt, sondern leider, und das ist die Perversität wieder, dass man quasi vorschreibt, welche Medikamente oder welche der Pharmareferent, mit dem er, der Arzt in Verträge gezwungen wurde, gibt quasi dann vor, welche Firma, die Inhaltsstoffe sind auch die gleichen, aber welche Firma es gibt. Und deswegen kommt es oftmals, dass dann die Frau zum Frauenarzt kommt und sagt, ihre Pille gibt es nicht mehr, sie müssen eine neue kriegen. Die gibt es schon noch, aber der Arzt darf es nicht mehr verschreiben, weil er hat zum Jahreswechsel einen neuen Vertrag geschlossen mit einem neuen Pharmareferenten und deswegen muss ich sie wechseln. Das sind oftmals so die Hintergründe, was viele gar nicht sehen, aber auch da ist der Arzt das Problem. Der Arzt wird gezwungen auf gut Deutsch. Ne? Das sind so diese Kleinigkeiten in unserem System, was viele Leute gar nicht, was ich auch mit vielen, mit den Jahren erst verstanden habe und in vielen Gesprächen mit Ärzten und so weiter. Das ist oftmals, was dahinter steckt. Also der Pharma, also ich gehe jetzt mal stark davon aus, dass ich der Pharmaindustrie verdanke, unter anderem, dass es mir gut geht und ich hier auch sitzen kann. Ganz Also wichtig. davon gehe ich jetzt mal aus und da hinterfrage ich jetzt nicht so, naja, mache ich da hier irgendwie psychisch bei mir so ein Fass auf. Aber die Dinge, die du gesagt hast, also dass da viel mehr dahinter steckt, das weiß ich auch. Also dass wir hier von meiner Gruppe, da, das kennen wir bestimmt alle, Klar. Medikamente auf einmal nicht mehr da sind. Und zwar nicht von heute in den nächsten 4 Wochen, sondern von heute auf morgen. Heißt es auf einmal, ihr Medikament ist nicht mehr da. Und dann steht man da, man braucht ein Medikament, Vielleicht sogar häufig. aussetzen, sondern die Pharmaindustrie hat gesagt, Lieferschwierigkeiten, ist, wird nicht mehr hergestellt. Und du stehst dann als Kalnapf in der Apotheke und sagst, oh. Und was machen, ne? Ja, und dann. Habe ich Beispiel, ich habe Kunden mit Trigeminusneuralgie. Auch da ist ein Medikament, gab es da mal. Es hatte teilweise einige Nebenwirkungen, wo ich bin da nicht ganz drin. Und jetzt sitzen die Patienten von mir da und haben wieder ihre Schmerzen gehabt. Trigeminusneuralgie kennt vielleicht die einen oder anderen, leider auch eine Krankheit, die auf Darm haben. Gibt es einfach nicht mehr das Medikament. Von heute auf morgen. Das sind höllische Schmerzen, gibt es nicht mehr. Leider ganz oft, ne? Und mit alternativen Methoden. Also ich habe auch oft Kopfschmerzen, aber ich versuche, soweit es geht, keine Medikamente zu nehmen. Und alle die, die ich kenne, die halt auch regelmäßig Tabletten nehmen, wollen das auch. Also versuchen, keine Schmerztabletten zu nehmen. Gut, ich kann, oder ich sage ich, oder die, die halt Antiepileptika schlucken, können ohnehin nicht alles nehmen oder sollten nicht alles nehmen. So. Und deshalb, wenn es alternative Methoden gibt, die jetzt, wo ich nicht alles rein, wo ich nicht mal irgendwas fressen muss, da sage ich mir, Leute, ich esse genug von diesen runden oder ovalen Dingern, ist doch. Man darf halt auch vergessen, was das auf die Organe auswirkt letzten Endes. Jedes Medikament, ob es hilft oder nicht, es ist wiederum
meine Schwester zum Beispiel ist Biochemikerin und es ist grundsätzlich ja egal, auch meine Ernährung. Wenn ich mich immer mit Fastfood ernähre, dann gehe ich nicht nur, dass ich meine Organe zum Teil schädige oder je nachdem beeinflusse, im schlimmsten Fall geht es sogar bis in die DNA, ne? Also auch hier natürlich immer, wenn es geht, wie du sagst, vermeiden wäre, man muss gucken, wo ist es sinnig zu vermeiden und wo nicht. Wie gesagt, ich bin Gegner, ich bin kein Gegner von Medikamenten, aber ich sag mal so, die normalen Kopfschmerzen, die kann man zum Beispiel, das ist das ganz einfachste Beispiel, es gibt einen Punkt am Ohr, das ist zum Beispiel der Polsterpunkt, der sitzt hier in diesem Bereich, ich hoffe, ihr seht, wenn ich den Punkt oftmals setze bei jemandem mit Akupunkturnadeln, sind normale Kopfschmerzen, wenn nicht, habe ich zu drei Kombinationen, ich den Polster, den Point de Jerome, den Schulterpunkt, die drei Punkte in Kombination sind normale Kopfschmerzen. Ich sage es mal zu 80% in einem Monat weg. Das wäre zum Beispiel ein Punkt, wo ich sagen kann, da kann ich mir normale Kopfschmerztabletten sparen. Man muss es wissen. Man muss es hinkriegen. Selber. Ja, finde ich faszinierend, wenn das bei, wenn so ein Weg geschaffen wird aus schweren Medikamenten oder von schweren Medikamenten abzulassen. Ja. Ja. In dem Fall, schwere Medikamente haben ja meist auch einen großen Ursache, ne? Wie bei dir zum Beispiel mit der Epilepsie, da ist es mit Vorsicht zu genießen. Aber ich sag mal, die einfachen Medikamente, wie zum Beispiel viele, die Pantoprazolweise immer Sodbrennen zum Beispiel haben. Auch da gibt es zum Beispiel einen Punkt, je nachdem, Gastritis oder Reflux, gibt es dann hier Akupunkturpunkte, wo ich das fast sofort lindern kann. Wie gesagt, ich kann nichts heilen, ich kann Schmerzen unterdrücken. Habe ich Schulterverspannung oder sonstig. Alles, wo ich da zum Beispiel so Kleinigkeiten, wo Leute oftmals im Alltag, auch ich habe mal wieder Sodbrennen. Pantoprazol, auch ich habe mal wieder Kopfschmerzen, da eine Aspirin. Und gerade diese Kleinigkeiten, die kann ich oftmals genau dann eben lindern mit natürlichen Sachen. Und es gibt viele, die sagen, ach, Akupunktur, alles Placebo-Effekt. Ich nenne mal ein ganz einfaches Beispiel. Vielleicht hat der eine oder andere oder die eine oder andere Zuschauerin ein Pferd. Wir haben vor kurzem auch einen Akupunkturring gehabt fürs Pferd. Schaut mal zu, es ist phänomenal, wenn man sieht, wie bei einem Tier Akupunktur gemacht wird. Ein Tier kennt keinen Placebo-Effekt. Wenn das Pferd auf einmal dasteht, Kopf fällt runter, Augen werden ganz klein, Akupunktur funktioniert. Ja? Und es hat nichts mit Placebo zu tun. Das ist immer so diese Ausrede, wirkt eh nicht. Ich sage es immer ganz einfach, mir sind tatsächlich die größten Skeptiker sind mir am liebsten. Ich habe am liebsten die, die sagen, mach mal. Weil wenn die auf einmal da sind und sagen, oh krass, meine Schulter ist ganz locker, das ist mir jedes Mal wieder ein Zeichen, das hat mit Placebo nichts zu tun. Akupunktur funktioniert. Sie wird leider, leider, leider ganz, ganz oft falsch oder mit mangelndem Interesse gesetzt. Wenn du einen Akupunkteur hast, der auf gut Glück so Dart auf meinem Körper spielt, so, schmeiß mir irgendwo Nadel rein, Hauptsache ich kriege mal Kohle. Man muss dazu sagen, diese Akupunkturnadeln, die setze ich umsonst, weil man mir unterstellt, ich bereiche mich daran. Ich verdiene keinen Cent an Akupunkturnadeln. Ich akupunktiere umsonst. Ich verlange mein Geld und ich verdiene mein Geld nur mit der Piercing-Punktur. Wenn ich dann im Endeffekt am Schluss ein Piercing setze. Aber ich mache das ganz bewusst. Ich zeige den Leuten oft mit diesen Nadeln. Deswegen mache ich zum Beispiel diese Piercing-Party auf den Veranstaltungen, setze ich ganz auf diese Nadel und ich kenne so ziemlich alle Punkte am Ohr. Aber hat jemand zum Beispiel ein Leiden, wie er hat Knieschmerzen und das schon sehr lange, dann zeige ich dem teilweise, weil manche Punkte kann man auch gar nicht stechen auf der Anatomie, dann sage ich, guck mal, dieser Punkt setze ich dir jetzt, mache ein Foto, die Nadeln kannst du online bestellen, ich zeige dir, wie du den Punkt findest und wenn es wieder schlimm ist, lass dir von deinem Mann, deiner Frau, wen auch immer, diesen Punkt einfach setzen. Ja, es wird nicht heilen, die Nadel fällt nach ein paar Tagen raus. Aber wenn du ein paar Tage schmerzfrei bist, ist das für den Kopf gut, weil Schmerzen gehen auch immer auf die Psyche. Du kannst wieder nochmal laufen. Und ich zeige den Leuten tatsächlich, wie sie ganz einfach Akupunktur am Ohr, ganz wichtig, keine Körperakupunktur alleine machen. Da sind Nerven und Blutgefäße und Nervenbahnen drin. Keine Nadel reinstecken, habe ich nicht gesagt, ganz wichtig. Aber am Ohr mit den richtigen Nadeln nichts, nichts, gar nichts falsch machen. Ich zeige den Leuten, wo der Punkt ist, was sie alleine machen können. Und das sind dann so ihre zwei, drei Punkte, wo die wissen, okay, die zwei, drei Punkte, wenn ich immer Kopfschmerzen an derselben Stelle habe, okay, dann gibt es einen Punkt hier unten, ich mache da eine Nadel rein und es hilft. Und das ist oftmals die Hilfe zur Selbsthilfe. Da ist den Leuten schon oft geholfen. Ne? Hier ist noch eine Frage wegen Tinnitus. Vanessa hat was wegen dem Tinnitus gefragt, dass Genau. sie Tinnitus Also, kriegen. Tinnitus ist tatsächlich von allen Akupunkturpunkten, die wir dauerhaft können, muss ich leider sagen, ist der Tinnitus mit die schlechteste Erfolgsquote. Aber Punkt Nummer eins, habe ich vorhin schon gesagt, lass bitte, oder ich gehe jetzt mal den normalen Weg, jetzt kommen die mal zu mir ins Studio und dann frage ich immer so drei Fragen. Die wichtigste ist immer, hast du mal einen Knall
Entzündung oder Verletzung im Trommelfell gehabt. Ist das der Fall, können wir leider nichts tun, weil ein geschädigtes Trommelfell oder was auch immer kann nicht repariert werden. Das ist irreparabel. Dann leider nichts tun. Die zweite Frage ist, sind beide Seiten identisch laut? Ist es eigentlich auch schon wieder etwas blöder? Warum? Jedes Ohr an sich ist in der Anatomie selbstständig. Höre ich auf beiden Seiten immer den identischen Ton? Spricht es dafür, dass es nur daher kommen kann, wo das zusammenläuft, nämlich neurologisch. Sprich, mein Tonverarbeitungszentrum hat irgendeinen, ich nenne es mal Softwarefehler. Auf gut Deutsch, mein tonverarbeitendes Zentrum Gehirn simuliert mir einen falschen Ton. Er ist also nicht real durch mechanischen Einfluss, sondern vermutlich durch Stress oder Traumata habe ich eine Störung neurologisch und mein Gehirn spielt mir diesen Ton vor. Er ist also nicht real. Dann habe ich ganz schlechte Karten. Ist jede Seite für sich, gibt es mehrere Sachen zu testen. Das Wichtigste, auf jeden Fall vorher den Atlas kontrollieren lassen. Es gibt drei Punkte, die nehmen wir, um zu testen. Zeige es mal ganz kurz. Das ist zum Beispiel, ich hoffe, ihr seht es jetzt, hier ist der Point de Jérôme, dann ist hier der Kiefergelenkspunkt, Unterkiefer, Oberkiefer. Wir haben gelernt, wenn wir diese drei Punkte, Kiefergelenk, Unterkiefer, Oberkiefer, akupunktieren, entspannt sich die ganze Kiefermuskulatur und oftmals sagen die, hey, mein Tinnitus wurde besser oder sogar weg. Dann spricht es dafür, dass wahrscheinlich die Problematik aus dem Kiefer und oder Atlas kommt. Dann würde ich das kontrollieren lassen auf jeden Fall. Einige waren dann, meine Nadel haben geholfen, Kieferorthopäde und Atlas-Therapie nicht. Dann haben wir die Punkte auch schon gestochen. Aber dann sage ich mal als Tipp, ist beide Seiten nicht identisch, also das eine lauter als die andere. Lass den Kiefer kontrollieren, du kannst doch gerne im Studio bei mir vorbeikommen, dann testen wir diese Nadeln und wenn die wirken, dann sind wir ziemlich sicher, das sind zum Thema, ich darf keine Diagnose machen, aber ich kann dir einen Tipp geben, geh bitte mal zu einem Kieferorthopäden und oder Atlas kontrollieren, weil oftmals das Gehör, der Atlas und der Kiefer sind alles drei Punkte sehr nah beieinander und alles eine Region. Der Atlas kann den Kiefer beeinflussen, der Kiefer den Atlas und das Gehör. Das sind oftmals eben Sachen, die zusammenspielen. Und das ist auch ein Thema, was, wenn ich jetzt mit Tinnitus zum Arzt gehe, gehe ich zum Hals- und Ohrenarzt, der sagt, hö, dies und jenes. Aber das sind wir beim Thema, das ist eigentlich weder Hals- und Ohrenarzt, das ist eigentlich tendenziell Chiropraktik auf Atlas. Also es gibt Möglichkeiten, muss man aber testen. Ne? Also grundsätzlich, du hast schon alles durch mit Atlas und Kiefer. Vanessa, kurze Frage, den Atlas, ich möchte keine Werbung machen. Wer oder wo hast du den Atlas kontrollieren lassen? Ich frage das ganz bewusst, weil ich habe Leute, die gehen zur Physiotherapie und sagen, ich gehe alle drei Wochen meinen Atlas einringen. Dann muss ich die Hände im Kopf zusammenschlagen. Denn zum einen, ein Physiotherapeut darf mobilisieren, aber nicht manipulieren. Und der Atlas muss leider manipuliert werden. Und viele Physiotherapeuten dürfen den so gar nicht behandeln. Machen aber viele und streichen da so ein bisschen rum. Ist aber meistens falsch gemacht. Deswegen gerne mal auch mich vielleicht dann anschreiben über unsere Facebook-Gruppe, diese Piercing-Punktur-Gruppe, oder schreib mal gerne E-Mail an atelier@piercing. Ich kann dir gerne einen Tipp geben, je nachdem, wo du wohnst, wo du dich hinwenden kannst, deinen Atlas mal richtig kontrollieren, gegebenenfalls richten zu lassen. Und auch wegen deinem Kiefer. Der richtige Chiropraktiker, also gerade mit dem, wo ich arbeite, die behandeln, wenn sie einen Atlas behandeln, auch immer automatisch Kiefer und Hüfte mit dazu. Also wir können mal gerne was testen. Komm gerne mal bei mir vorbei, woher du kommst, und dann können wir mal mit Nadel was testen. Ja, also. Ich habe mal was gelesen, glaube ich. Die hat gerade zum zweiten Mal was gefragt. Genau, aber im Chiropraktiker. Nur mal als Tipp: Atlasbehandlung. Wenn normal eine Atlasbehandlung geht, um die 90 Minuten, 60 bis 90 Minuten, weil die Muskulatur, du weißt, so ein Kopf, ungefähr 8 Kilo, muss. Die wird vom Nackenmuskulatur getragen und den Atlas kannst du erst dann behandeln, wenn die Muskulatur locker ist. Das heißt, ein richtiger Atlas-Therapeut behandelt dich erstmal, ich glaube, 40 Minuten lang klopft er deine Nackenmuskulatur mit solchen Geräten locker und erst dann ist der behandelbar. Und vorher ist das alles nur Larifari. Also eine richtige Atlas-Behandlung dauert 60 bis 90 Minuten und du musst ungefähr nach 5 bis 6 Wochen nochmal, weil der Atlas etwas dagegen arbeitet und sich zurückkämpft. Und deswegen muss danach behandelt werden. Wenn das nicht der Fall ist, sage ich dir, das ist dann oftmals genau, was ich gesagt habe, ich gehe alle 3 Wochen Atlas richten, mein Physiotherapeut Chiro sagt das immer. Das ist ganz, ganz oft leider ein Thema, wo ich dann genau dieses, da verstehe ich, warum oftmals der Ruf Chiro so schlecht gemacht wird, weil es da leider auch sehr viele schwarze Schafe gibt, die da abkassieren und gerade in solchen Kuren, der kriegt da den Mindestpreis, hat gar nicht die Zeit und macht da ein bisschen rum und
ist nicht nachhaltig. Also da wirklich mal einmal zum Experten gehen. Ich kann euch gerne Experten vermitteln. Übrigens, ja, auch vom Shane Mann kann der Team kommen. Jellies schreibt am stressigen Tag. Da gibt es entweder den Nullpunkt oder den Shane Mann. Einen kleinen Tipp noch für die Migräniker, die sagen, ich habe immer an Entspannungstagen oder an Ruhetagen, wenn Wochenende ist, wenn ich Urlaub habe, kriege ich Migräne. Das ist das sogenannte sympathische und parasympathische Nervensystem. Das kennt ihr, das eine ist bei Anspannung, das andere bei Entspannung. Die können, ich erkläre es mal ein bisschen technisch. Jeder, der ein Automatikfahrzeug fährt, der weiß, es gibt da so einen D-Gang, Dauer und S für Sport. Sport ist ein bisschen zügiger, der Motor kriegt mehr Sprit, mehr Sauerstoff, dann zieht es ein bisschen mehr an. Und das habe ich im Körper auch. Das eine ist das, ich muss mal überlegen, das Sympathische ist bei Anspannung, Anspannung und das Parasympathische bei Entspannung. Die können nicht zusammenarbeiten. Das heißt, als Beispiel, das kommt aus der Urzeit, wenn ich über die Weide gelaufen bin früher und da war ein Löwe. Dann sagt der Körper, oh, jetzt wird es spannend, also ich gehe ins, du wechselst es immer, nicht festnageln, wenn ich jetzt sympathisch bei Entspannung. Bitte nagel mir fest, ich krieg's nicht zusammen. Dann kommt das eine Nervensystem und dann geht alles auf Puls hoch, Muskel auf Alarmbereitschaft. Bin ich dann zu Hause und alles wieder gut in meiner Höhle, dann entspannt der Körper, regeneriert, dann kommt dann das Parasympathische. Genau, so. So, und die können nicht parallel arbeiten. Bei manchen Menschen ist aber genau das gestört. Das heißt, auf gut Deutsch, euer Auto, Teil der Motor fährt im D und der Lufteinlass im S. Das sind zwei Gerätschaften, die funktionieren nicht synchron. Und dadurch kommt auf diese Entspannungsmigräne. Nur mal als Tipp, weil du sagst, immer wenn du Stress hast, hast du auch dann diese Kopfschmerzen. Das kann auch ein Physiotherapeut über die Wirbelsäule, über die Rückenmuskulatur behandeln. Nur mal als kleinen Tipp. Wieder was gelernt. Du kannst hier wirklich Sprechstunde machen, dann später mal bei dir im Live-Chat. Gerne. Live-Chat. Einmal oder alle 2 Wochen. Gerne. Also dann ja, natürlich nur unter Hygienebedingungen und mit regelmäßigem Lüften wegen Corona, ne? Genau, hier kam mir Also. Weichteilrheuma, die sogenannte Fibromyalgie. Ist ein schwieriges Thema. Die Fibromyalgie hatte bis vor 4, 5, 6 Jahren bei der WHO noch nicht meine Nummer. Da war das immer abgetan, also psychosomatisch, alles Blödsinn. Unglaubliche Schmerzen, stellt der Rheumatologe fest. Ja, wir hatten erfolgreiche, gerne mal in unsere Piercing-Punktur-Facebook-Gruppe gehen. Es gibt Leute, und gib mal oben, da ist eine Suche, Fibromyalgie. Also wir hatten Leute, die haben eine Linderung. Leider auch hier, es gibt nichts Hundertprozentiges für nichts. Es gab Leute, die hatten es gebracht, bei manchen nicht, aber gerne informieren, da gibt es tatsächlich, es gibt eine Lösung. Nur als an die, an Dani Delman, genau, du weißt, wen ich meine. So, gab es noch eine Frage? Wir fragen nur Frauen, wo sind die Männer eigentlich? Wo ist die männliche Quote hier? Bei uns im Studio. Kein Testosteron anwesend hier im Chat. Studio tatsächlich auch, ich sag mal, 95% des Frauen. Männer Ja? haben meistens Angst, die lassen sich nicht piercen. Ich mache ein Tattoo, aber kein Piercing. Nein, aber tatsächlich ist es leider auch oft ein Problem. Ich sag mal, das ist ein Thema, das ist für viele Frauen, die wollen es auch ganz oftmals nicht hören, aber ich möchte auch hier nichts verteufeln, aber nochmal als kleinen Gedankenanstoß, es gibt eine, warum haben viele, viele hormonelle Krankheiten wie Endometriose, hormonelle Migräne. Warum haben sowas oftmals Frauen? Ich möchte jetzt nichts, ne, aber ich unterstelle einfach mal, vieles hat tatsächlich mit der Einnahme der Babypille zu tun. Das ist ein eigenes Thema, da könnte ich noch ein Buch drüber schreiben, aber ich gebe euch mal den Tipp, wenn euch interessiert, geht mal in die Facebook-Gruppe Generation Pille. Die haben übrigens auch eine gute Online-Seite, die heißt, glaube ich, generation-pille.de. Die sind im Fernsehen, die haben Bücher geschrieben, die sind richtig fit bei alles, was Pille absetzen, Symptome und so weiter betrifft. Und wenn ihr in die Gruppe mal reinschaut, ihr werdet erschrocken sein, was die Pille alle verursacht. Ich meine, gut, wenn ich einem Mann jeden Tag Testosteron gebe, dann wird der Arzt auch die Hände im Kopf zusammenschlagen und sagen, oh mein Gott, lass dich kontrollieren. Warum gibt meine Frau jeden Tag die Pille? Klar, es macht vieles einfacher, ich weiß, wenn ich meine Tage habe, Verhütung ist besser. Ich glaube, die Pille ist halt entstanden in der Zeit, als sexuelle Revolution, Unabhängigkeit der Frau, da war das alles toll und heute heißt es einfach, ja, meine Mutter hat es genommen, meine Oma hat es genommen, die leben ja auch noch alle.
Aber es kann von der Logik, vom Verständnis einfach schon nicht gesund sein, sein Leben lang teilweise als Teenager, als junges Mädel in der Pubertät schon mit Hormonen voll zu knallen. Das kann nicht gesund sein. Ich möchte gar nicht näher darauf eingehen, aber viele, viele solche Ursachen und Problematiken und Krankheiten, die haben oft, weil du sagst Frauenquote hier, Männerquote, warum haben das alles Frauen? Es muss nicht, aber ich vermute eine Ursache, das ist eine Vermutung von mir. Ich glaube, viele, viele Ursachen hat auch damit zu tun. Genau mit dieser Einnahme, was die Frauen teilweise im Körper mit der Einnahme von regelmäßigen Hormonen mit antun. Deswegen gibt es viele solche Sachen, die oftmals, unterstelle ich jetzt einfach mal, wie hormonelle Migräne und. Ne? Also gerne mal Generation Pille googeln oder auch mal in Facebook in die Gruppe reingehen. Wir arbeiten ein bisschen mit der Gruppe zusammen. Wenn bei uns Fragen sind zum Thema hormonell, Endometriose, hormonelle Migräne, antworten zum Teil auch die Mädels, die sind bei uns, die Administratoren sind auch bei uns zwei in der Gruppe. Und wir arbeiten ein bisschen zusammen. Deswegen nur mal als Tipp, gerne mal nachschauen. Alles klar. Gut zu wissen. Hier schreibt ja auch die Serena zum Beispiel was zu diesem Thema. Ne? Genau, das ist oftmals, also wenn der Körper natürlich in die Pille abgesetzt ist, natürlich erstmal ein Riesenschock für den Körper. Ja, ich sag mal so, wenn meine Schwester ist, wie gesagt, Biologin und die ist da inzwischen auch richtig fit. Also wer da Fragen hat, ich kann auch gerne meine Schwester vermitteln. Es gibt nur ein Thema, was die Pille gut macht und das ist leider die Haut. Alles andere in meinem Körper macht sie kaputt. Haut ist leider eine Sache, die regelt sie gut. Ein Mann. Reno. Tatsächlich. Reno, du musst jetzt Fragen stellen. Tatsächlich, Schilddrüse auch, hast du absolut recht. Deswegen sage ich ja, viele Ursachen, die Frauen haben oder warum haben, also wie viele Männer kennen, die Schilddrüsenprobleme haben? Wie viele Frauen kennen, die Schilddrüsenprobleme haben? Das ist eine hormonelle Geschichte. Das sind alle Sachen, die hormonell sind. Endometriose. Gibt es überhaupt bei Männern? Ich weiß es gar nicht, aber kenne ich nur Frauen. Hormonelle Geschichte. Warum? Muss man sich immer fragen, ne? Genau, ich sehe es auch gerade. Boah. Wir haben eine Weile geschnackt. Genau. Nachrichten verpasst. Alles gut. Boah. Na, also ich werde auf jeden Fall, Steve ist bei mir noch im Feed, auch bei der Ankündigung auf jeden Fall verlinkt und sein Studio auch. Genau, da werden wahrscheinlich Antworten. Also, In der Bio kann ich ja Facebook reinmachen. Soll ich Facebook? Frage an dich. Ich weiß nicht, ob das bei Facebook ist, möglich ist, bei hier auch möglich, dass du das Video, wenn du es nachher online, kannst du es speichern? Ja, das ist automatisch, tue ich es bei mir rein. Es ist dann auch vielleicht so eine Minute im Feed, aber bei mir, bei den TVs, ist es dann mit drin. Nur ganz vorne. Kann ich später wieder noch an, weil ich würde gerne, ich habe einen YouTube-Channel, der ist noch nicht so groß, noch nicht so lange mache ich den. Da würde ich es gerne, wenn du es dagegen hast, auch anonymisiert natürlich aufzeichnen und gerne bei YouTube auch online stellen, wenn du sagst, es ist in Ordnung. Ja. Nee, kannst du gerne machen. Ich weiß, Da sind noch Chat mit was hinten. Alexandros Michaelides, mit dem Osteopath und Chiropraktiker, mit dem ich zusammenarbeite. Gerade die Atlas-Therapie habe ich jetzt vor einer Woche auch erst einen Live-Chat gemacht. Der erklärt dann sehr viel über die Anatomie. Da kann man die auch gerne anschauen. Also einfach mal Migräne-Piercing, Piercing-Punktur bei YouTube eingeben. Da ist diese kleine Seite drin, könnt ihr gerne mal anschauen. Ansonsten, wie gesagt, unsere Facebook-Gruppe natürlich auch. Oder hier auch Instagram haben wir auch relativ neu erst eine Piercing-Punktur-Seite mit Erfahrungsberichten. Da könnt ihr also auch gerne mal Erfahrungsberichte durchlesen. Ist noch nicht so lange, haben wir erst vor 2 Monaten, glaube ich, gemacht oder 1,5 Monaten. Ah, die habe ich noch gar nicht gesehen. Lange. Wir haben die auch noch nicht groß beworben. Wie gesagt, für unsere Zwecke ist leider, ich weiß, viele sind nicht mehr bei Facebook, aber es gibt ja leider keine Gruppen bei Instagram und das ist unsere Stärke ist eben dieser rege Austausch mit unseren Kunden in dieser Facebook-Gruppe Piercing Punktur, wo wir immer am Ball sind, wo wir immer mitlesen können, wo Kunden uns berichten können, Erfahrungsberichte ihre, mir ist das aufgefallen, guck mal dies und jenes, da sind wir nah dran und tauschen wir uns aus und lernen wir dabei. Und das ist die Stärke und die gibt es leider bei Instagram nicht. Deswegen haben wir jetzt bei Instagram auch nur diese Piercing Punktur Erfahrungsberichte Seite gemacht, aber ansonsten läuft bei uns das meiste über Facebook, weil es einfach für unsere Zwecke besser ist. Alles klar. YouTube schreibt sie rein, bitte gebt einmal ein Migräne-Piercing, Piercing-Punktur. Da sind auch ein paar Pressevideos von uns drin und ja, eben diese Live-Chat. Ja, also was Google betrifft, also da braucht ihr ja, glaube ich, nur Steves Namen reinschreiben, Steve Pierce, und dann spuckt Google alles aus. Also vielleicht sogar Schuhgröße oder so. Aber ihr kriegt die ganzen Presseberichte, gibt Google euch auf der ersten Seite. Von daher Suchmaschinenoptimierung. Genau, ansonsten einfach Perfekt.
Haben wir gar nicht gemacht, hat sie automatisch. Ansonsten gerne auch Ja, bei. also wenn das ohnehin hier das Profil PC-Tool. sieht, in der Beschreibung sind eigentlich alle möglichen Sachen auch zu Facebook und so weiter. Ja, also von daher. Genau. Noch jemand eine Frage, oder? Ansonsten, hast du noch Fragen, willst du irgendwas wissen? Wir können auch gerne so einen Chat nochmal jederzeit wiederholen, wenn noch mal Fragen sein sollten. Also Ja, wann, ach, du könntest jetzt, hat es dir gefallen? Wann läuft jetzt deine private, deine Chatpartie hier? Also da kommt doch jetzt, ich kann mir das nämlich gut vorstellen, dass du hier auf deinem Kanal, weiß nicht, eine Chatrunde einmal im Monat, alle 2 Wochen, je nachdem, jetzt zur Lockdown-Zeit. Regelmäßig, Also, muss gestehen, jetzt haben wir es ein bisschen schleifen lassen, aber es wird wieder eingeführt, dass ich das wieder regelmäßig mache. Und seit neuestem machen wir es auch parallel mit zwei Handys, einmal Facebook, einmal Instagram, und dann läuft es parallel. So wie jetzt mit Alexander und Michaelis haben wir es auch gemacht und es läuft dann parallel. Werden wir auch wieder öfter machen. ja, also ich habe so das Gefühl, also dass das gut passt. Also für die Interessierten hier, was deine Arbeit betrifft. Ja. Ja, also auch so von deiner Art her, dass das, ja, meine, hier sind ja so ein bisschen stocksteif, würde ich sagen, so mit dem Handy. Ja, es ist ungewohnt. Du kommst halt ziemlich locker rüber. Wir müssen uns in der heutigen Zeit daran gewöhnen, ne? Das mit dem Online ist halt normal. Ja. Corona, ne? Also. Ja. Also. Ansonsten, wenn ihr keine Fragen habt, würde ich sagen, ich würde das Video dann gerne mir noch aufzeichnen und bei YouTube online stellen. Ansonsten. Gerne kannst du machen. Es ist bei mir im Feed dann drin und da kannst du es speichern. Soweit ich weiß, kannst du es einfach runterziehen. Perfekt. Super. Noch an die 12 übrigen ein liebes Dankeschön. Ich danke euch. Und ein dickes Dankeschön an dich, Steve, Gerne. dass du an der verrückten Idee teilgenommen hast. Gerne jederzeit wieder. Also, alles Gute euch. Macht's gut. Tschüss. Tschüssi, schönes Wochenende noch. Danke gleichfalls euch auch. Ciao. Danke.